fange ich an. Schon 2 Minuten, 3 Minuten drüber. Freue mich über die große Resonanz. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen erfüllen kann, das, was das ausdrückt. Ich selber bin Administrator am Rechenzentrum, also quasi für mich ein Heimspiel. Ich komme also hier aus der Einrichtung, benutze Unix seit, weiß nicht, 1987, 88 so in der Drehe. Also damals wirklich noch klassisch mit alter Shell und hin und her. Und habe dann halt im Laufe der Zeit die Dinge miterlebt, die sich da so entwickelt haben. War mal irgendwann jahrelang TC-Shell-Nutzer, bin dann mal vor vielen Jahren auf die Bash umgestiegen. Und dazu würde ich versuchen, ein bisschen was zu erzählen. Lieber Kollege aus Berlin hatte sich meine Folien vorab angeguckt und hat gesagt, er bemängelt gewisse Dinge, die habe ich eingebaut. Und er hat bemängelt, dass es keine Kontaktadresse auf meinen Folien gab. Und da haben wir hin und her diskutiert, wie könnte man das machen, wenn man es nicht im Klartext hinschreiben will. Und da hat er mir Rot 13 vorgeschlagen. Also das ist diese tolle Chiffre, wo man jedes Zeichen durch seinen 13. Nachfolger austauscht. Also nicht sicher, aber doch zumindest erstmal verschleiert. Und da habe ich gesagt, dann nehme ich ein BIS64. Das ist so eine Codierung, die man ja bei Mail im Hintergrund oder im Web häufig findet. Und da schreibe ich das einfach mal her. Und das könnte man mal als allererstes Beispiel hernehmen. Dieses da, das soll nämlich meine Kontaktadresse sein. Da könnte man sich fragen, was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe es gleich so gemacht, gewisserweise barrierefrei, ich habe ein Kommando hingeschrieben. Und wer jetzt überhaupt nichts von Kommandos weiß, könnte aber zumindest eins machen, wenn er Copy und Paste kann. Er markiert sich diese Zeile, geht in ein Terminalfenster. Das muss man je nach Oberfläche immer schauen, welches man da hat. Bei manchen heißt es Konsole, bei manchen heißt es GNOME-Terminal, Mate-Terminal, X-Term, wie auch immer. Ich habe hier oben einfach auf diesen schwarzen Fernseher geklickt, das war schon mal da. Und dann ist dieses Ding hier erschienen. Und um mir das Leben ein bisschen leichter zu machen, würde ich Folgendes erstmal schnell tun. Ich würde mir eine Arbeitsumgebung einrichten. Das ist der Nutzer Otto Normalverbraucher, das ist ein Testnutzer, den wir hier haben. Und ich habe mir schon mal ein bisschen was zurechtgelegt, sodass so eine Shell sich so verhält, wie ich das gewöhnt bin. Denn jeder erfahrene Shell-Nutzer hat im Laufe seiner Zeit spezielle Einstellungen in der Shell vorgenommen. Die ist ja fleißig einstellbar, schon wie sie diesen Kommandoprompt hierher zaubert, also dieses Bereitschaftszeichen bis hin zu irgendwelchen Kurzkommandos oder was weiß ich auch immer. Also sehr viele Optionen und ich habe natürlich meine irgendwann eingestellt und die würde ich gerne laden. Und da gucken wir uns mal an, wie ich das mache. Ich könnte erstmal mit ls gucken, was hier so an Dateien oder Verzeichnissen vorliegt. ls ist das Elementarkommando List, also Auflisten der Informationen, die in dem aktuellen Verzeichnis, in dem ich mich befinde, da sind. Und das aktuelle Verzeichnis ist, wenn man startet, immer das Home-Verzeichnis. Und da mein Nutzerkennzeichen HOT heißt, habe ich mir hier einen Ordner gebaut, der auch so heißt. Und dann gehe ich mit dem Kommando cd HOT dort hinein und rufe das ls noch einmal auf. Und dann liegt hier so eine schöne Datei bashrc. Und die habe ich mir einfach von mir mit rüber kopiert. Normalerweise liegt die im Home-Verzeichnis und heißt .bashrc. Die wollte ich aber dort nicht hinstecken, weil da bringe ich halt dem Otto sein Setting durcheinander. Also will ich das jetzt im Endeffekt nur für mich mal in dieser Sitzung starten. Und das kann man in zwei Arten tun. Da gibt es ein Kommando, das nennt sich source. Also wie lies eine Quelle ein in die aktuelle Sitzung und mache irgendwas. Das ist eine wunderbare Technik, um seine eigenen Configs mitzunehmen. Und wer faul ist, so wie ich, der macht das jetzt so. Der schreibt einen Punkt, das ist Kurzform dafür. So, jetzt habe ich quasi meine hot-typische Umgebung. Weil sonst laufe ich ganz schnell Gefahr, dass ich irgendwelche Kommandos versuche zu starten, die der Otto nicht kennt, weil ich mir die selber definiert habe. Die sind halt so, wie sagen wir das, muskuläre Intelligenz oder wie man das nennen will, also das ist halt in den Fingern drin, da denke ich ja nicht drüber nach. Also jetzt ist das da und ich würde nochmal den Bildschirm löschen, sodass wir auf Anfang gehen. Ich mache einfach Ctrl-L, Steuerung L, da ist der Bildschirm gelöscht. Und jetzt werfe ich mit der mittleren Maustaste natürlich das Falsche ein, klar, weil ich habe das andere markiert. Pech, also nochmal von vorn. Ich nehme diese Zeile nochmal mit und das ist meine Kontaktadresse. Einverstanden? Also so könnte man es machen. Also wer es schafft, mit Copy und Paste in eine Shell zu kopieren und Enter zu drücken, was auch nicht jeder meiner Nutzer schafft, muss ich dazu sagen, habe ich mal einem erklärt, hat er nie alleine hingekriegt, passiert, der hätte hier eine Chance. Ich erkläre jetzt nichts zu dem Nutzer. Gut. Vielleicht ganz kurz zu dem Kommando überhaupt, was haben wir denn gemacht, bevor wir dann zur Theorie kommen. Wir haben ein Kommando gestartet, das heißt BIS64. Wie der Name schon sagt, wird er irgendwas mit dieser BIS64-Kodierung machen. Also er kann Texte in BIS64 kodieren, dann kommen solche putzigen Zeichenkombinationen raus, die eben nur 64 wohl ausgewählte Zeichen verwenden, die durch jedes Mailsystem durchgehen. Dafür ist das mal gemacht worden, dass man das durch jedes Mailsystem durchbringt. Also wenn Sie heute eine Mail benutzen mit Anhängen oder irgendwelchen Dingen, machen Sie sich keinen Kopf, wie kommen die an beim Partner? Mail ist ursprünglich als reines 7-Bit-ASCII-Medium definiert, kommt aus den Staaten, muss man halt wissen. Und damit man diese Forderung erfüllt, hat man sich überlegt, bauen wir alles so um,
beliebige Anhänge in so eine Base64-Darstellung, dass wir nur noch 64 wohl ausgewählte Zeichen verwenden und die gehen durch jedes Mailsystem durch. Und diese Codierung hat sich eben an ganz vielen Stellen durchgesetzt, sieht man. Dafür gibt es halt ein fertiges Kommando. So, also ich starte dieses Kommando, dann setze ich mit mindestens einem Leerzeichen erstmal ab, sodass ich der Shell eine Chance gebe. Das ist das Kommando und der Rest ist der Rattenschwanz von Optionen, Daten, irgendwelches Zeug. Die zweite Geschichte ist minus D, das heißt dekodieren. Also nicht kodieren in das BASE64-Format, sondern dekodieren aus dem BASE64-Format. Und dann erwartet der eine Datei. Nun hatte ich aber keine Datei, sondern ich wollte ihm quasi meinen BASE64-Text gleich sofort unterschieben. Und eine der Methoden, die man da verwenden kann, ist, indem man drei solche Kleinerzeichen schreibt und alles, was danach kommt, wird quasi dem Kommando über seine sogenannte Standardeingabe einfach zugeleitet. Also da erzeugt man ein künstliches File, wenn man so will, und das wird dem Kommando zugestellt. Und wenn das Kommando selber kein Argument hinten hat, da wo es normalerweise einen Filenamen erwartet, dann geht es davon aus, dass es von der Standardeingabe liest und damit holt es die Daten rein und dekodiert und dann haben wir das Ergebnis gesehen. Also man könnte gleich nochmal kurz erwähnen, jedes Programm, das man startet, hat eigentlich drei Dateien immer am Wickel. Das ist einmal die Standardeingabe, das ist die Standardausgabe und das ist der Standardfehlerstrom. Das wird immer automatisch durch Unix-Linux-Systeme so organisiert. Normalerweise sind die alle mit dem Terminal verbunden. Das heißt also, wenn ein Programm von der Standardeingabe liest, liest es vom Terminal, außer ich mache solche Tricks wie gerade mit diesem Dreikleinerzeichen, dann liest es eben aus dieser Zeichenfolge quasi. Das wird eben so organisiert von der Shell. Und standardmäßig gibt es eben auch aus auf die Standardausgabe oder auf den Standardfehlerstrom alles dann wieder aufs Terminal. Aber die kann ich alle separat weglenken, entweder gemeinsam oder auch separat weglenken. Also ich kann Standardeingabe umbiegen, ich kann die Standardausgabe und den Standardfehlerstrom umbiegen. Lassen wir erstmal kurz bei der Sache bewenden. Sie sehen also, wir haben schon mal mit einer Shell hantiert, es scheint wirklich zu gehen, also es gibt sowas, schon mal Beweis. Und ich würde mal ein bisschen weitergehen, erstmal im Text und dann pendeln wir mal immer hin und her. Und immer wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen irgendwas Spanisch vorkommt oder wie auch immer, dann... Was ist das Gleichheitszeichen am Ende? Das Gleichheitszeichen ist eins der BASE64-Zeichen. Das hängt wieder damit zusammen, dass bestimmte Leerräume noch ausgedrückt werden müssen. Das hängt mit dieser Blockbildung in, also immer als 3 Byte des Originals werden 4 Byte Codiertes gemacht. Also man erhöht mit BASE64 die Datenmenge ca. aufs 1,33-fache. Also kommt immer noch ein Drittel dazu. Und wenn aber diese Blöcke nicht genau passen, dann müssen hinten Leerzeichen angefügt werden. Und Leerzeichen kann man wiederum nicht gut übertragen im Mailsystem. Also man muss ein Zeichen haben, was nicht Leerzeichen ist, aber wie ein Leerzeichen gedeutet wird. Und das ist gleich. Also es gehört hier einfach zu der Datenmenge dazu. Dekodieren bedeutet, was ist dann Codieren C? Ohne. Also meines Wissens ohne. Wir können die Gegenprobe machen. Machen wir also BASE64, bin faul, ich mag hier mal das mit der Maus. Würde jetzt versuchen, dieses hier reinzuleiten. Mal sehen, ob das so ohne weiteres funktioniert. Ja, genau. Man muss jetzt aufpassen, dass bestimmte Zeichen in so einem Klartext natürlich für die Shell ein Steuerzeichen sein kann. Also wenn jetzt dort wiederum 3 Kleinerzeichen vorgekommen wären, hätten wir ein Problem gehabt, hätten wir der Shell also sagen müssen, das sind jetzt die Kleinerzeichen für dich, die dich steuern und das andere sind Kleinerzeichen, die gehören zu den Daten. Und das muss man dann entsprechend durch eine Notation einschließen in Apostrophe oder irgendwie muss man das ausdrücken. Na? In dem Fall war es aber ganz einfach, es waren alles ganz brave Zeichen, die also in der Shell keinen Unfug angerichtet haben und damit haben wir, glaube ich, wieder unseren Text bekommen. Also nicht, dass man sich wundert, wenn man dem mal irgendwas vorkippt und die Shell macht putzige Dinge, dann liegt das in der Regel daran, dass man dort Sonderzeichen erwischt hat, die Shell eben steuern. Wenn ich immer von dieser Shell rede, will ich mal grob sagen, warum überhaupt Shell? Shell heißt ja in dem Fall Schale. Wenn man sich mal so ein Unix-System oder Linux-System ganz, ganz grob, und so wie ich sowas zeichnen kann, nicht schön, also so in solchen Klötzchen vorstellt, könnte man sagen, im Inneren habe ich meine Hardware, das ist mein Rechner, dann darum liegt der eigentliche Linux-Kern, das ist die Software, die letztlich die ganze Hardware steuert, die also Prozesse organisiert, ein Filesystem mir bereitstellt, die dafür sorgt, dass die Prozesse irgendwo gegenseitig sich in den Speicher reinlangen können und, all diese Dinge, die man so braucht. Und um diesen Kern herum gruppieren sich nun unheimlich viele Applikationen. Das sind die Sachen, die Sie vielleicht so täglich nutzen. Firefox, Thunderbird, LibreOffice, keine Ahnung. Als das alles losging, gab es das ja noch nicht. Aber da gab es natürlich trotzdem ein Universum von Kommandos. Ich würde immer sagen, das ist der Werkzeugkasten. Und das sind die Schatzstücke, sage ich mal, oder die Goldstückchen, die der reine Grafikanwender nie zu Gesicht bekommt. Der weiß also gar nicht, was er verpasst. Weil da wirklich sehr schöne Tools drin sind, mit denen man ganz viele Dinge sofort
lösen kann, wo andere Leute sich also ganz viel Mühe geben müssen, klicken müssen, stundenlang irgendwelches Zeug, und dann ist es ja immer nicht so richtig wiederholbar. Also wenn Sie jetzt was Schönes zusammengeklickt haben, ist das wunderbar. Sie haben aber vielleicht vergessen, wie war der Weg, wie es denn dahin nun ging. Hätten Sie das mit der Shell gemacht, hätten Sie zumindest eine Historie, die zeichnet das alles auf, und dann hätte man am Ende sich die Historie speichern können und fürs nächste Mal aufheben, oder die Shell hebt es auch alleine auf, wenn man das möchte. Das heißt also, ich habe nicht nur eine schöne, prägnante Beschreibung von den Dingen, sondern ich habe quasi auch noch gleich ein Notizbuch. Also wenn ich jetzt jemandem mal das gezeigt habe, kann ich dem die History geben und kann sagen, guck, so habe ich das gelöst. Also ist sehr schön nachvollziehbar, gut aufhebbar. Und diese Applikationen, die sind zum Teil total trivial. Die sagen Ihnen zum Beispiel, wie Ihre Nutzer-ID heißt auf dem System. Die sagen Ihnen, wie das aktuelle Datum heißt. Die sagen Ihnen, was weiß ich, wie lange der Rechner schon läuft oder ähnliche solche Dinge. Also solche Kommandos sind da dabei. Das sind aber auch größere Auswertungskommandos. Also so AWK zum Beispiel wäre so ein Wort, so Schweizer Taschenmesser für Datenanalyse auf Textfilebasis. Da kann man mit wenigen kleinen Befehlchen wahnsinnig viel erreichen. Da kann man also zum Beispiel eine Summe bilden über irgendeine Spalte oder so. Das, was man sonst vielleicht mit einer Tabellenkalkulation machen würde, kann man natürlich auf ASCII, also sprich auf Textebene, auch mit solchen klassischen Unix-Tools machen. Und die bieten natürlich wunderschöne Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob er da ist, der Detlef, ich habe für den Detlef jetzt, Kollegen von mir, gerade was programmiert, die Woche oder letzte Woche, der war dann selber erstaunt, wie schön wir Heizungssensorwerte auswerten konnten. Die waren zeilenweise vorhanden, wir haben die in Blöcke zusammengestellt, haben die ein bisschen berechnet, gemacht, getan, und das war also ganz wenig Code, mit dem man das erledigen konnte. Bringt eben Unix alles schon seit klassischen Zeiten mit und kriegt der normale GUI-geneigte Anwender, der also Klick und Klack macht, in der Regel gar nicht mit, gar nicht zu sehen. Und um das nun alles nutzen zu können, braucht man ja irgendjemand, der unsere Befehle entgegennimmt. Also in dieser klassischen Welt war es ja so, es gab keine Grafik, man musste das alles eintippen, so wie ich das mit dem BES64 jetzt gemacht habe. Also Kommandoname, Optionen, Daten. Und irgendeiner muss das ja auswerten. Irgendeiner muss so schlau sein und muss das verstehen, dieses Konstrukt, was ich da hinschreibe. Und das ist die Schale. Also das Gegenstück zum Kern wäre die Schale. Das Bild ist nicht richtig insofern, weil natürlich nicht nur die Applikationen den Kern direkt benutzen, sondern natürlich auch die Schale den Kern benutzt, weil die Schale, also die Shell, ist eine ganz normale Anwendung. Und es geht noch weiter. Es gibt nicht mal die Shell, die jetzt hart im System wäre, sondern es gibt eine ganze Reihe von Shells. Man hat also die Möglichkeiten, sich auszusuchen. Klassisch war es die Bourne-Shell, dann gab es die C-Shell, so hat das angefangen. Daraus haben sich, aus der C-Shell hat sich die TC-Shell entwickelt, die dann erstmalig, sage ich mal, richtig benutzbar war, weil sie die heute typischen Features, Kommandozeilen, Expandierung, History und so weiter, alles so richtig schön organisiert hatte. Später sind dann solche Dinge wie Bash entstanden und manche, die heute also ganz viel Shell-Leistung wollen, gehen auf die Z-Shell. Also das ist die Geheimwaffe derer, die also alles aus Shells herausholen wollen. Ich persönlich bin auf dem Weg zur Z-Shell, ich hatte mir das mal überlegt, dann irgendwo bei der Bash kleben geblieben. Ich mache auch Bash-Beratung bei uns, da ist es immer gut, man nutzt auch das Tool wirklich, wo man also die Leute berät, und ich habe irgendwann festgestellt, das, was die mitbringt, reicht mir für meine Dinge eigentlich typischerweise aus. Aber wie gesagt, wer es noch ausgefeilter will, kann gerne die Z-Shell benutzen. Der Sven Gugges aus Berlin ist da, würde sicherlich auch Beratungsleistung dazu anbieten, weil der kennt sich dort sehr gut aus. Wichtig wäre mir nochmal auf die Philosophie hinzuweisen. Es gibt dann sehr schönen drei Anpunkte, die der Doug McIlray mal formuliert hat. Der hat gesagt, schreibe Programme, die eine Sache machen, aber die bitte richtig. Das war das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Da gibt es ein Programm, was ein Datum ermittelt und irgendwie konvertiert. Dann gibt es ein Programm, was sagt, wie lang ist der Rechner oben. Dann gibt es ein Kommando, das sagt mir, wie viele Zeilen sind in der Datei drin, wie viele Zeichen, wie viele Wörter. Also wirklich nur diese Zählaufgaben wahrnimmt. Also sowas, aber das tun bitte effizient und gut. Schreibe Programme, die zusammenarbeiten. Da bin ich noch eine Erklärung schuldig. Das heißt also, man versucht, diesen Werkzeugkasten so zu nutzen, dass man die einzelnen Stücke hernimmt. Und wenn man eine neue Aufgabe hat, überlegt man nicht, wie man ein neues Programm schreibt, was die neue Aufgabe löst, sondern man überlegt, wie man die Versatzstücke, die man hat, so geschickt kombiniert, dass sie die Aufgabe lösen. Also das wäre immer der erste Ansatz. Und das unterstützt die Shell nach Kräften. Das werden wir dann auch noch sehen. Und er sagt, schreibe Programme, die Textströme handeln, weil Text ist ein universelles Interface. Das ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir haben heutzutage viel auf den Unix-Systemen irgendwelche wilden Binärformate. XML mag ja vielleicht noch gehen, ist noch irgendwo Text. Aber dann kommen irgendwelche Binärformate dazu, die sicherlich effizient sind für das Programm, das sie bearbeitet. Aber ich kann sie eben nicht mehr universell mit den Text-Tools des Unix-Werkzeugkastens bearbeiten. Finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich persönlich arbeite noch ganz viel mit Texten. Wenn ich mir Privatnotizen mache, mache ich eben schlichte Textfiles. Wenn ich Dinge für irgendwie solche Vorträge mache, mache ich meistens irgendeine Webseite. Da steckt ja hinten auch Text dahinter. Den schreibe ich auch von Hand. Also ich bin kein großer Webdesigner oder irgendwas, aber ich schreibe diese einfachen Dinge von Hand. Und wenn man halt komplexere Texte will, die schön aussehen sollen, dann ist, glaube ich, LaTeX die Lösung, also mit dem man das dann eigentlich macht. Gut. Unix-Werkzeugkasten hatte ich schon erwähnt.
Das sind also Tools, die verschiedenste Aufgaben wunderschön erledigen. Wir müssen sie nur kennenlernen und müssen sie geschickt kombinieren. Und ich hatte es nochmal hier dick hergeschrieben, also es geht immer um die Kombination von Standardwerkzeugen. Wir könnten ja mal versuchen, vielleicht hier draus was zu machen. Ich hatte also jetzt dieses Base64-Beispiel. Hier steht also so ein Base64-Block. Und jetzt könnte mich doch vielleicht mal interessieren, wie lang der ist oder sowas in der Drehe. Mal sehen, ob wir sowas hinkriegen. Da könnte ich ja mal Folgendes machen. Mache ich erstmal Echo. Echo ist ein ganz simples Kommando in der Shell. Das gibt immer das auf die Standardausgabe aus, was man ihm als Argument übergibt. Das ist quasi wie so ein Ausgabekommando. Also der kopiert einfach das, was man ihm auf die Kommandozeile schreibt, auf die Standardausgabe. Und jetzt könnte man, das was ich schon mal kurz versucht hatte zu erwähnen, das dem Word-Counter, diesem WC-Programm zuzuleiten. Und das Zuleiten geht immer ganz einfach. So. Das heißt also, ich schreibe in die Kommandozeile einen senkrechten Strich und schreibe dahinter ein zweites Kommando. Also ich habe jetzt faktisch hier zwei Kommandos stehen. Vorne habe ich Echo stehen und hinten habe ich WC stehen. Und dieser Pipe-Strich, also dieser senkrechte Strich, hat diese schöne Eigenschaft, dass wie eine Datenröhre geschaltet wird von der Shell. Das ist also eins dieser Sonderzeichen, was die Shell quasi wegfrisst, wenn man es mal so will, also dass sie für ihre eigene Steuerung benutzt. Und startet damit die zwei Kommandos und leitet die Ausgabe des ersten, wie man das sich in der Datenröhre vorstellen würde, in die Eingabe des zweiten Kommandos hinein. Und dann antwortet uns dieses zweite Kommando mit drei Zahlen. Das sind also einmal die Zeilen, eine Zeile, ein Wort und 45 Zeichen offensichtlich. Ich könnte das auch nochmal durch eine Option einschränken. Ich könnte also sagen, ich möchte bitte nur die Zeichen sehen und dann sagt er mir 45. Wer jetzt vielleicht einen anderen Weg gehen würde, der könnte ja sowas machen. Der nimmt das in den Editor, setzt einen Cursor hin und guckt mal, in welcher Spalte der steht. Können wir natürlich auch mal machen. Also ich nehme das mal auf die Maus, starte meinen Lieblingseditor. Bei mir ist es eben VI, also Vim speziell. Aber wer jetzt Nano nimmt oder zwei Vorträge weiter vorne, wurde für den MC-Edit geworben oder was auch immer. Also nehmen Sie das, was Sie gut können. Ich gehe also hier rein, würde den Insert-Modus schalten, würde mal das hier abwerfen. Und wenn ich Glück habe, sehe ich das hier hinten? Ja, genau. Ich bin also in der Position 44. Jetzt ist die Frage, wer lügt? Kommt drauf an, ob von 0 oder von 1 gezählt wird. Nee, das ist eigentlich schön von 1, aber das Echo schickt noch eine Zeilenschaltung hinterher. Und die Zeilenschaltung ist das Newline-Zeichen in Unix-Systemen. In den DOS-artigen Systemen ist es ja immer Carriage-Return-Newline, das ist eine 2-Byte-Folge. Und im Unix gibt es eigentlich nur typischerweise das Newline und dieses Newline wird mit ergänzt und damit hat natürlich WC recht und er hat auch recht und alle haben uns eigentlich nicht belogen. Ich könnte das sicherlich auch nochmal so gestalten, Moment, ich glaube mit minus N kann man das unterdrücken, ne? Das ist doch wohl irgendwie so, genau, dann haben wir nämlich also ohne das Newline und dann haben wir also diese Zeichenzählung hier drin. Also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die Pipe, und ich habe mal gelesen, von den alten Unix-Pionieren, die gesagt haben, ab dem Moment, wo die Pipes erfunden wurden, haben sich alle gefragt, wie war ein Leben vor der Pipe überhaupt möglich im Unix. Das ist wirklich eine hochinteressante Sache. Ich könnte also auch ohne die Pipes gar nicht leben. Ich baue manchmal solche Konstrukte über die Kommandozeilen von 5, 6 solchen Pipes, filter mir die Sachen aus. Man denkt da eigentlich nicht wirklich drüber nach. Man spielt mit diesen Dingen, stellt fest, oh, ich habe noch nicht genug ausgefiltert, noch nicht genug komprimiert den Datenstrom, ich muss das mal noch weiter ausfiltern und so weiter. Also da kann man eben alles zusammenbauen, was man so kennt, von Grep über SED, über AWK und wie die alle heißen. Und wer Perl liebt, der macht Perl-E dazwischen und wer Python liebt, macht Python-C dazwischen. Also er kann in der Programmiersprache seiner Wahl natürlich auch solche Dinge formulieren. Aber wie gesagt, es gibt im Werkzeugkasten schon fertige Tools und die kann man wunderbar benutzen und es ist nicht schädlich, die zu kennen und wirklich auch zu nehmen, weil sie sind ja dafür gedacht. Zu der Shell selber hatte ich schon ganz kurz was gesagt, verschiedene Familien, Bash-Z-Shell, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ist ja da, ist ja alles verlinkt, kann also nachgelesen werden. Vor der Tür hat mich ein Unix-Freund angesprochen hat gesagt, naja, Shell könnte man ja unter Anachronismus rechnen. Das ist vielleicht für die, die nicht gemerkt haben, dass es schon grafische Oberflächen gibt. Haben wir schon gemerkt, wir arbeiten ja auch unter der grafischen Oberfläche, deshalb ist also das Hauptprogramm, ich sage es ganz offen, wenn ich mich einlogge auf einem System, ist das erste Programm, was ich starte, irgendein Terminal. Also so ein Ding, wo halt eine Kommandozeile kommt, weil ich relativ schnell auch beginne, meine Mails zu lesen. Da würde man sagen, was, Mail und Kommandozeile und das für ein putziges Geschäft. Es gibt aber ja schöne Mailprogramme, die durchaus, also ja, wer das noch nie gemacht hat, für den mag das ganz kryptisch vorkommen. Ich komme ja aus einer Welt, wo das damals noch normal war. Ich habe also 1992 mit diesem Programm angefangen, habe dem die Treue gehalten, bin auch mit dem Entwickler in Amerika ständig Mailkontakt und der setzt uns sogar manchmal spezielle Wünsche um, die wir haben. Also ganz tolle Geschichte. Bei mir ist es Alpine. Es gibt dann die Gegenfraktion, das sind die Mutt-Freunde, aber es ist im Endeffekt dasselbe. Es ist also ein zumindest im Terminal gut nutzbares Mailprogramm. Und das ist das Erste, was ich eigentlich starte.
vielleicht mal kurz zum Demonstrieren. Wenn ich also hier wäre, würde ich nochmal den Bildschirm löschen, würde Pein aufrufen und das wäre sozusagen von dem Otto-Normalverbraucher die Mail. So, und da könnte man also mit Enter hier rein und da steht ja irgendwas da von Software-Repo, hast du nicht gesehen. Und wenn ich das loswerden will, DXY, zack, ist die Mail weg. Ich sage immer, bis Thunderbird gestartet ist in manchen Installationen, habe ich schon die erste Mail verschickt. Also man könnte es schon so sagen. Also es ist irgendwo so. Ne? Ich kann davon nur wenige Leute überzeugen, aber ich habe selbst in meiner Kundschaft, das sind im Wesentlichen Bibliothekare, weil ich die IT der Bibliothek hier betreue, habe ich sogar ein, zwei Anwender gefunden, die haben also wirklich jetzt sind Pein-Nutzer, Alpine-Nutzer und die sind wirklich zufrieden mit der ganzen Geschichte. Wie gesagt, könnte man auch mit Mutt erzeugen. Wer die anderen Programme liebt, ist das natürlich genauso gut. Für mich ist das eben das Tool der Wahl und deshalb also auch ein Terminal. Und der Unterschied zu dem, was wir bisher gesehen haben mit Echo, Wordcount und so weiter, ist ja, dass hier mal das gesamte Terminal benutzt wird. Also faktisch Fullscreen. Das, was wir mit dem VI gemacht haben, ist auch Fullscreen. Jetzt könnte man sich fragen, wenn das Fullscreen ist und das im Rahmen der Entwicklung irgendwann mal entstanden ist, wie ist denn vielleicht dann vorher editiert worden? Gab es denn ein Editieren vor diesen Fullscreen-Werkzeugen? Und auch das gab es, genau wie es die Zeit vor den Pipes gab, gab es natürlich ein Werkzeug, was vor VI und diesen Fullscreen-Editoren hantierte. Und das war der Klassiker von Ken Thompson. Ken Thompson, ja, Unix-Pionier, Unix-Entwickler. Das war BinED. Ich weiß nicht, ob den schon mal jemand gesehen hat. Ich würde es vielleicht noch mal kurz zeigen. Wir haben ja das mit dem Echo. Und da lenke ich das jetzt einfach mal um. Das wäre dann so ein nächstes Steuerzeichen der Shell. Ich lenke jetzt diesen Text hier einfach in eine Datei. So, die nenne ich einfach Datei, die heißt jetzt so. Zack. Was sagt dieses Größerzeichen? Das Größerzeichen sagt, jetzt bitte mal die Standardausgabe nicht auf das Terminal lenken und auch nicht in einen neuen Prozess lenken, wie wir es mit einer Pipe gemacht hätten, sondern mach es doch mal bitte in eine Datei. Und das ist das Größerzeichen. Also umlenken, Standard-Output, Standardausgabe in eine Datei. Hätte das Programm noch einen Fehlerstrom gehabt, hätte es einen Fehler gemeldet, dann hätten wir den trotzdem gesehen, weil das wäre weiterhin mit dem Terminal verbunden gewesen, aber die Ausgabe. Und jetzt kann ich natürlich mal ls machen. Was ich ja schon gelernt habe, dass das so ist, dass das geht. Und da gibt es also hier die Datei. Das ist jetzt ein bisschen eine spartanische Aussage. Vielleicht will ich ein bisschen mehr auch über die Datei wissen. Dann würde ich dieses vielleicht machen. Da würde ich also das lange Listing auffordern. Das ist wieder diese typische Konstruktion. Ich schreibe den Kommandonamen, also ls in dem Fall, und schreibe dann eine der vielen Optionen, die es so hat. Eine davon, die ich mir gut merken kann, ist l. Schreibe ich also dahinter ls-l und dann sehe ich mehr Dinge. Dann sehe ich zum Beispiel, dass er 44 Zeichen lang ist, das hat man vorhin ja schon festgestellt. Ich sehe, dass er angelegt worden ist oder zuletzt verändert worden ist am 11. März 12.25 Uhr. Das passt zu meiner Uhr auch ganz gut. Es wird gesagt, dass sie dem Nutzer Otto gehört, dass der in der Gruppe User steckt, also sozusagen dieser Gruppe zugeordnet ist. Und hier vorne sind diese etwas, naja, kryptischen Mode-Bits, wo man also über die Rechte der Datei bzw. über ihren Typ ein bisschen was ablesen kann. Immer da, wo vorne ein Minus auftaucht, ist das ein sogenanntes Regular File, also eine ganz normale Datendatei, das, was ich von einer Datei erwarten würde. Steht dort kein Minus, ist also dort ein anderes Zeichen angegeben, dann ist es typischerweise entweder ein D, dann ist es ein Directory, dann ist es halt ein Verzeichnis. Und wenn dort vorne ein L steht, dann ist es ein symbolischer Link, also quasi ein Aliasname. Das ist also eine spezielle Datei, die den Namen einer anderen Datei trägt, aber vom Betriebssystem automatisch aufgelöst wird. Das heißt also, ich könnte einer Datei einen zweiten Namen geben, kann man ja mal machen. Ich sage also, weil das Datei, das ist so lang, dann nenne ich das doch einfach mal D. Mal sehen, ob das klappt. Ja, das geht. Mache also jetzt ls-l und stelle fest, dass D ein Link auf Datei ist. Das sehe ich schon einmal an dem Pfeil, da wird der Link symbolisiert und hier vorne steht dieser Typ L. Ja, da an dem Ding. Und wenn wir das nochmal ein bisschen weiter angucken von der Datei, dann sehen wir diese Mode-Bits und das Unix hat eigentlich drei rechte Gruppen. Das ist der User, dem die Datei gehört, für den wird was ausgesagt, dann wird für die Gruppe, zu der die Datei gehört, was ausgesagt und dann wird für den Rest der Welt, also für die Others, für die, also weder Nutzer noch Gruppe sind, wird auch nochmal was ausgesagt. Und was ausgesagt wird, ist immer Read, Write, Execute. Darf ich die Datei lesen, darf ich sie schreiben, darf ich sie ausführen? Und beim Directory, also bei einem Verzeichnis, heißt ausführen letztlich, ich darf hineinwechseln. Also das ist ein bisschen ein spezielles Ausführen, also hineinwechseln in ein Verzeichnis. In dem Fall würde ich also sehen, diese Datei gehört Otto. Otto darf sie lesen, schreiben, aber nicht ausführen. Sie gehört der Gruppe User. Die Gruppe User darf sie lesen, aber sonst nichts.
und der Rest der Welt darf auch lesen und sonst nichts. Ist oft uninteressant, wenn ich mit meinen eigenen Dateien arbeite, stimmt das in der Regel, ist das eingestellt, kann ich das machen. Bin ich aber Systemadministrator und habe irgendwo die Fehlermeldung, bei mir geht was nicht oder ich kann auf das und das nicht zugreifen, dann bin ich natürlich in irgendeiner Form gefordert, an diesen Modebits ein wenig zu schrauben im klassischen Dateisystem. Da gibt es solche Befehle wie Change Mode oder sowas in der Art und dann kann man die Dinge umdrehen. Will ich jetzt auch nicht unbedingt vertiefen. Ich will einfach nur sagen, man kann anhand dieser Buchstaben oder Zeichen davon schon mal Dinge erkennen und das kann man sich natürlich wiederum unter Nutzung des Unix-Konzepts zu Hilfe nehmen oder zu Nutze machen. Ich kann nämlich jetzt zum Beispiel diese Ausgabe von ls-l ja als Textdatenstrom begreifen, kann das über eine Pipe wieder irgendjemandem zuleiten. Das könnte ich jetzt dem Word-Counter zuleiten, das wäre jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Also ich will die Zeilen zählen, das könnte vielleicht sinnvoll sein, um die Anzahl der Dateien zu bestimmen, ja. Aber vielleicht will ich ja eher mal alle Directories herausfinden und ich will mal alle symbolischen Links herausfinden. Sowas könnte ja interessant sein. Das versuche ich mal zu machen. Also ich würde mal den ls-l wiederholen, ich bin aber faul, also drücke ich einfach die Cursor-Taste nach oben, weil die Shell ja wie gesagt eine History mitführt, die merkt sich ja, was ich zuletzt gemacht habe. Und so wie ich die Cursor-Taste nach oben drücke, kommen die Befehle alle wieder in meinen Editor rein. Und mit der Taste nach unten kommen die anderen wieder. Also ich kann diese Liste durchlaufen. Würde also jetzt dieses ls-l nehmen, würde jetzt wieder so einen Pipestrich setzen und würde mal auch ein sehr häufig benutztes Kommando verwenden, nämlich das grep. Das grep ist ja das typische Suchtool. Und da könnte ich sagen, Dach L. Ich erkläre gleich noch, warum Dach. Und dann sagt er, er findet dieses. Und dann mache ich Dach D und dann findet er das. Was habe ich gemacht? Ich habe mit diesem grep zunächst erstmal mit Dach L die symbolischen Links gesucht in diesem Listing von ls-l. Und ich habe mit Dach D die Directories gesucht. Das grep ist so gelagert, das nimmt ein Argument entgegen und betrachtet dieses als Suchmuster. Wissenschaftlich betrachtet regulärer Ausdruck. Aber sagen wir erstmal einfach halt halber Suchmuster. Und in diesem Suchmuster haben wir spezielle Zeichen, die nicht für sich selbst stehen, sondern sie eine Sonderbedeutung haben. Und das Dach hat die Sonderbedeutung am Zeilenanfang. Das heißt also, ich habe dem grep gesagt, suche mir bitte aus dem Datenstrom, den du jetzt gleich bekommst, alle die heraus, die am Zeilenanfang ein L haben. Und die anderen wären eben die, die am Zeilenanfang ein D haben mit dem zweiten Kommando. Und wir hatten ja gesehen, bei ls-l sehen wir alles, was in dem Directory steht. Und wir können, da es ein Textstrom ist und wir dieser Unix-Philosophie folgen, das mit einer Pipe an so ein Suchkommando weiterleiten. Also das wäre so eine Technologie. Das heißt, das ist der Vorteil, wenn ich alles konsequent textuell bearbeite. Habe ich also einen Notizblock, wo alles textuell drinsteht, ASCII oder UTF-8-Text oder was auch immer, kann ich natürlich dann auch in diesen Dateien solche Dinge nutzen. Also da könnte ich dann zum Beispiel sagen, zeige mir alle Zeilen meines Listings, meiner Notiz, die mit L beginnen. Sowas kann ich machen. Das ist also lösbar. Ob das nun aus so einer Pipe kommt oder ob das aus einer Datei kommt, das ist ja völlig egal. Das kann ich ja jederzeit hin und her lenken. Aber ich habe Ihnen noch was versprochen, was ich nie gehalten habe. Das war nämlich das Thema mit dem ED, also mit diesem klassischen Editor. Wir haben ja also diese Datei jetzt angelegt und da schließt sich auch in einer gewissen Form dieser Begriff grep an. Das erkläre ich gleich. Ich mache aber erstmal den klassischen Editor. Datei. So. Und da fragt man sich, was ist denn das? Das soll ein Editor sein. Also ich sehe nichts, der sagt mir hier eine Zahl 45. Ich hatte mal in einem Beispiel eins gebaut, da kam dann 42 raus. Da denkt dann jeder Douglas Adams sonst was. Aber was ist es? Was soll das sein? Und da schreibt er noch rein, New Line Appended. Na gut, das könnte ich mir vielleicht noch überlegen, weil ich hatte ja Echo-N gemacht, habe also das New Line künstlich weggefressen. Im Editor gefällt sowas in der Regel nicht. Der versucht immer Zeilen zu bauen, also baut er New Line nochmal hinten ran. Und was sagt er mit der 45? Die kennt man ja auch schon, das ist also die Zeichenzahl. Also der meldet mir die Zeichenzahl. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ja, was kann ich nur damit machen? Das wäre eine Möglichkeit. Das ist ein Kürzel. 1, $P heißt zum Editor Befehl von 1 bis zur letzten Zeile drucke. Das heißt, ich muss nicht wissen, wie viele Zeilen das Ding hat. Dollar ist immer sozusagen der Notifier für die letzte Zeile. Das wäre ein typisches Kommando. Also der macht Anzeigen nur dann, wenn ich ihn auffordere. Und jetzt könnte ich Folgendes machen. Jetzt könnte ich hier drinnen auch substituieren oder ich könnte was anfügen. Das muss ich dann alles mit Kommandos organisieren. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, append, ich will eine Zeile anfügen. Ich füge die Zeile an, die nur 3 Einsen enthält. Dann muss ich das ja wieder abbrechen. Das ist genial gemacht mit einem Punkt. Und dann schreibe ich write quit und dann habe ich das zurückgeschrieben. Das ist ein Editor. Damit haben die gearbeitet, bevor es also die Fullscreen-Editoren gab. Man glaubt es kaum, aber es geht. Und da gab es mal einen schönen Text, da stand drin, der einzig wahre Editor ist BinED. So, kann sich jetzt jeder selber überlegen, ob er damit weit käme. Man hat das eine Zeit lang noch benutzt, das muss ich mal noch zu seiner Errettung dazu sagen, in Form von Skripten. Weil man nämlich diesem Editor
von der Seite die Befehle einspeisen konnte, über eine Pipe beispielsweise. Also man konnte diesen Editor von der Seite mit einer Pipe bespeisen, konnte also die Befehle, die ich jetzt hier eingegeben habe, alle schon mal in ein Skript schreiben, konnte die per Pipe dort einfüttern und dann hat der Editor automatisch gearbeitet. Den konnte man also zu Automatismen verwenden. Das würde man heute vermutlich ersetzen durch ein SED. Der SED hatte ursprünglich den Nachteil, dass er immer nur Dateien hergenommen hat und neue Dateien erzeugt hat. Man will aber manchmal in situ editieren. Man will manchmal die Datei anstelle editieren, die man da hat. Und da war früher der ED das Werkzeug der Wahl. Man hat also damit die Datei aufgemacht, hat von der Seite die Kommandos eingespeist, hat irgendwo das WQ mitgeschrieben, hat es weggeschrieben und alles war gut. Habe ich selber noch in Skripten verwendet. Mittlerweile kann man schreiben SED-I. Und I macht genau das, dass er an der Ort und Stelle die gleiche Datei editiert. Und dann ist man vermutlich mit SED-I schneller als mit dem klassischen ED. Aber man sieht vielleicht mal, wenn man das gesehen hat, was Fullscreen heißt. Ich mache dasselbe jetzt nochmal mit einem richtigen Editor, sag ich mal. Also mit einem, wo man auch sieht, was man macht. Und da ist jetzt tatsächlich diese zweite Zeile hier dahin gekommen. Aber diese Modusorientierung, also dass man sozusagen eine Eingabe hat und dann sonst wieder Befehle gibt, wie 1, $P, das hat sich auch im VI erhalten. Das ist ja die Krux für den Neueinsteiger. Ich habe letztens mal einen schönen Text gelesen, hat er gesagt, der VI hat zwei Modi. In dem einen piept er immer und im anderen macht er den Text kaputt. Also das ist, na, es ist ja wirklich so. Also wer in den klassischen VI reingeht, der weiß ja schon nicht mal, wie er rauskommt. Also steht ja nicht da. Ne? Das muss man allerdings sagen, ich habe mal Emacs versucht, einen halben Tag, ich habe es dann verzweifelt aufgegeben, ich kann es wirklich nicht, bin ich auch nicht rausgekommen, weil da waren diese vielen tausend Controls, die habe ich noch nicht merken können, habe ich dann gesagt, warum tue ich mir das an, ich kann VI leidlich gut und damit nehme ich den und es ist in Ordnung. Ich sage mal, wer den VI lernt, hat was davon, wenn er ihn dann regelmäßig verwendet, aber es kommt zunächst die Phase des Hassens, bevor die Phase des Liebens kommt. Ich habe den, wo ich angefangen habe, 1987, 88, für ein total beklopptes Teil gehalten. Das gebe ich ganz offen zu. Ich habe gedacht, wer verdenkt sich sowas aus? Bis ich gemerkt habe, welche Power da dahinter steckt und dass man, wenn man sich an die Modi einmal gewöhnt hat, damit unheimlich viel machen kann. Ne? Also jetzt würde der normale Mensch ja denken, ich will jetzt hier an dieser Stelle 2Ds eingeben. Bloß mal als Beispiel, ich möchte jetzt gerne 2Ds eingeben. Würde der geneigte Nutzer natürlich 2D drücken und das ist der Modus, wo der Text kaputt geht. Ne? Ist ja klar. Völlig klar, weil DD ist ja Löschen der aktuellen Zeile. Kurzer Hinweis noch, warum die Editor da die Ausgabe so ist. Weil früher, das kenne ich auch noch, da war ich noch kleiner, dann habe ich es oft gesehen, früher gab es keine Bildschirmschichte, einfach nur Schreibmaschinen. Genau. Das wurde ausgedruckt. Und da musste man A am Sparland sein, B konnte man mit dem Körper nicht hin und her. Das war eigentlich die wirkliche Ursache, warum das so wichtig ist. Genau so ist es. Ich habe auch irgendwelche Rechner kennengelernt, die hatten eben wirklich keinen Bildschirm. Da war irgend so ein komisches Schreibmaschinenset war da integriert und dann hätte man damit also auch mit BIN-ED editieren können. Weil die Forderungen an die Technik sind minimal. Also der muss es schaffen, eine Zeilenschaltung hinzukriegen, also irgendwie so ein Character New Line muss er schaffen und mehr braucht er nicht. Ein Cursor braucht er nicht, er muss nichts blinken, er muss nichts unterstreichen, er muss nicht Hälfte der Zeilen weglöschen, alles das braucht er nicht. Ist richtig. Also wie gesagt, das ist der Modus, wo der Text kaputt geht. Ich würde jetzt mal U eingeben, da käme er halt dann wieder. Und wenn man sich ganz verzweifelt, kann man sich ja merken, war glaube ich in einem Vortrag heute früh schon das Thema Doppelpunkt Q Ausrufezeichen, dann kommt man raus, egal ob man geändert hat oder nicht. Also wenn man verzweifelt ist, wenigstens das. Ich meine, heutzutage wäre es nicht das Problem, man macht einfach das X-Terminal oder je nachdem diesen Terminal-Emulator zu oder wenn man ganz verzweifelt ist, schaltet man den Rechner aus, also dann ist man das Ding auch löst. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, ne? Das ist klar, aber... Wenn man jetzt ein Mehrnutzersystem irgendwo im Serverraum verwendet, dann ist natürlich keine rechte Option. Also insofern ist schon gut, wenn man das beherrscht. Ein Kollege erzählte gerne die Geschichte, wir hatten früher einen sehr, sehr guten Informatikprofessor, sehr geschätzt, aber er konnte VI auch nicht bedienen. Und da hat er da gesessen im Pool und hätte immer gedrückt und dann beep, geguckt, beep. Also wie gesagt, also es geht auch den Koryphäen so. Ne? Also wer das nicht kann, das ist wirklich schwierig. Es gibt für die, die ihn doch nutzen wollen, ich musste mal Bibliothekaren den VI anbringen, weil die wollten gerne diese Syntax-Heile, also dieses Buntfärben, wollten die verwenden, aber ich konnte denen ja nicht die Modusorientierung erklären. Und da kann man eins machen, da kann man die grafische Variante nehmen, also den GVIM, das ist schon mal entlastend, weil man da Menüs hat, wo man klicken kann. Und man kann den im sogenannten Easy-Modus starten, indem man schreibt GVIM-Y. Also wer das mal machen möchte, wäre noch eine Idee für die VI mal machen wollen, aber doch das mit den Modi nicht so toll finden. Dann kann man hier gleich losschreiben. Schaut ein bisschen klein, ich weiß nicht, ob das größer stellen kann, aber man sieht es schon, ich kann hier einfach lostippen, da geht der Text nicht kaputt. Und wenn ich jetzt hier habe, Änderungen in unbenannt speichern, dann brauche ich ja bloß Ja sagen und dann hätte ich zumindest, also wenn ich das wegklicke, hätte ich schon mal eine Chance, ich hätte den Text gesichert. Also das wäre jetzt die Variante, wenn jemand mal ein VI aus welchem Grund auch immer nutzen möchte, aber eben mit den Modi nicht so klarkommt.
Das Ding kann ich allerdings nicht bedienen, weil ich ja nicht ständig die VI-Befehle versuche einzugeben und die landen dann im Text. Aber ich will die ja eigentlich, dass eben bei DD die Zeile gelöscht wird oder so. Also das ist dann für den klassischen VI-Nutzer eine Katastrophe. Gut. Also kein Anachronismus, das wollte ich ja zeigen, dass wir es eben unter der grafischen Oberfläche nutzen. Sie haben auch schon gesehen, man kann ihm viele Dinge tun. Ich hatte auch gesagt, man erschließt sich den Werkzeugkasten, also diese Dinge von WordCount über Grep bis sonst wohin. Und dass es so ganz schlecht nicht sein kann, zeigt für mich auch eine Tatsache, wenn man sich die Microsoft-Systeme beispielsweise anguckt im Laufe der Entwicklung, hat A, dieser CMD-Exe, also dieser klassische, das klassische DOS-Fenster, sage ich mal, hat an Fähigkeiten dazu gewonnen und von der PowerShell hat man ja gehört, dass die sich zunächst erstmal auch die Unix-Linux-Schiene angeguckt haben, sich gefragt haben, warum die Admins auf dieser Art Schnittstelle schwören. Und dann hat man den Admins dann sowas angeboten. Und so ein bisschen war ja der Titel von diesem Jahr eine Anspielung drauf, wo ich gesagt habe, die haben halt die PowerShell und wir haben die Shell mit viel Power. Und die haben wir schon viel länger. Und der Unterschied ist aber, dass wir eben textuell arbeiten und die PowerShell arbeitet objektorientiert, was auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Also wir hatten ja gesagt, Text ist das universelle Interface. Ja, selbstverständlich, die benutze ich auch. Also davon abgesehen, dass das für mich immer sozusagen ein Lebensretter, dass man irgend sowas wenigstens hat, dass das etwas so geht, wie man es halt kennt. Ne? Ich hatte auch schon gesagt, man kann durch Kommandos relativ schnell jemandem mal was mitteilen. Das mache ich also öfters, wenn ich jetzt einen Nutzer fragt, per Mail aus der Ferne, wie könnte ich denn das und das lösen? Dann schreibe ich dem mit den drei Zeilen, das schreibe ich in eine Mail. Und die kann er, wie gesagt, wenn er Copy und Paste und Enter beherrscht, in die Shell kopieren und dann geht das eigentlich schon los. Und ich habe hier mal spaßenshalber sowas gefunden auf dieser Webseite, Meteor, ich weiß nicht genau, was es macht, ist völlig egal. Und die sagen, ja, spielt für den Fall wirklich keine Rolle. Und die sagen, du kannst mich so installieren. Also die haben quasi eine Installationsanleitung auf ihrer Webseite geschrieben, die das da ist. Wer es nicht glaubt, klickt einfach diesen Link von den Folien erst an und sieht das. Was heißt das? Das heißt, starte das Kommando curl. Das ist ein kommandozeilenorientierter Webbrowser, wenn man so will, also ein Webzugriffsprogramm von der Kommandozeile aus. Das nimmt also einen URL entgegen, in dem Fall https://install-meteor.com, ruft die dortige Webseite ab und spult das Ergebnis dessen, was er da gelesen hat, auf die Standardausgabe, wenn man es denn möchte. Und das andere kennen wir schon, das ist die Pipe. Und offenbar kommen da also Shell-Kommandos zurück und die werden gleich der Shell zugeleitet, also direkt gleich der Shell übergeben. SH ist ja das Kürzel für die Shell an sich. Im sogenannten POSIX-Modus und dann geht's los. Das ist natürlich in einer gewissen Form gefährlich, wenn natürlich hier irgendwelche bösen Kommandos drinstehen. Angenommen, die schicken rm-rf-stern, dann wäre dann im Endeffekt alles weg, was man da so mal hatte. Ne? Weil das ist ja dann das Löschkommando brutal, ohne Rückfrage für alles. Vielleicht die Punktdateien bleiben erhalten, weil die beim Stern nicht dabei sind. Da muss man vielleicht noch schreiben, Punkt, Fragezeichen, Fragezeichen, Stern oder so. Egal, also man kann das schon so organisieren, dass dann am Ende nicht mehr viel übrig ist. Und ohne Backup steht man dann so ähnlich da wie nach der Ransomware-Attacke. Also das ist dann auch nicht besser. Gut, also man kann es aber damit machen, vielleicht wenn man aber eine abgeschottete Umgebung hat, wo man sagt, dort kann nicht viel passieren, dann probiert man das mal aus. Oder wer es nicht glaubt, der kann ja erstmal dieses curl machen, macht ein Größerzeichen, lenkt es in eine Datei um, inspiziert es mit dem Editor seiner Wahl, von ED bis Vim bis Nano bis sonst wohin. Und dann, wenn er fertig ist, sagt er eben SH und die Datei geht genauso. Ne? Also man sieht, es benutzen auch größere Websites sowas zum Darstellen von Installationsanleitungen und Ähnlichem. Oder man kann es natürlich benutzen, wie es manchmal ist, Grafik geht kaputt, will nicht starten, aus welchem Grund auch immer. Man muss mal an der Grafikkonfiguration was bauen. Auch dafür ist eine Kommandozeile gut. Wo finden wir die Shell überall? Ich hatte hier vorhin schon das Wort Zygwin, glaube ich, oder zumindest die Windows-Umgebung. Also Zygwin wäre eine so eine Geschichte. Wer Termux auf seinem Android-Handy benutzt, hat dort eine Shell. Ich habe letztens mal mit dem VI auf dem Handy ein kleines Skript editiert, weil ich mal mit Rsync meine Bilder von der einen Speicherkarte auf die andere schieben wollte. Und da habe ich dann ein kleines Skript geschrieben mit VI auf dem Handy und habe das dann ausgeführt mit einer Bash. So, lässt sich machen. Also wenn man völlig autark in der Pampa sitzt und will das machen, hat nichts, hat man zumindest diese Tools, man hat einen Werkzeugkasten mit, wenn man so will. Wer jetzt sowas sagt, gut, okay, also ich mache auf dem System selber nicht so viel damit, aber ich gehe natürlich immer per PuTTY, per SSH, per weiß ich was, auf fremde Rechner, gerade für Administratoren ja nun ein Lebensretter, weil man muss so viele Systeme, ich muss welche in Leipzig mit administrieren zum Teil oder irgendwas, also je nachdem für Projekte, dann kann man ja nicht jetzt mal nach Leipzig laufen oder ist auch schon schlecht, wenn man jetzt in der Straße der Nationen sitzt, hier am Hauptbahnhof und muss hier hausen auf dem Campus irgendwas tun, auch schlecht, wenn man jetzt mal hinlaufen muss. Also ist SSH eigentlich das Mittel der Wahl. Dazu hat man ja heutzutage virtuelle Server, da wäre die Frage, wo laufe ich denn da überhaupt noch hin? Früher konnte ich an Server Raum laufen, an die richtige Technik, konnte mich dort 2 Stunden von den Lüftern voll brummen lassen und konnte dort in irgendwie so einem engen Bereich irgendwas tippen, war nicht sonderlich bequem, bei virtuellen Servern schon nicht mehr machbar, also ist das eigentlich alles Fernwartung, macht man halt mit SSH. Und da gibt es diverse Applets, Programme, irgendwas und natürlich Linux-Textkonsole, das haben wir ja schon gesehen, das ist ja vollkommen selbstredend.
Also entweder Terminal-Emulator unter der Grafik oder der Linux-Rechner, der keine Grafik hat, der bietet ja trotzdem so einen Login-Schirm und da kann man ja auch drin arbeiten. Ist für mich immer sehr angenehm, mein Kollege zum Beispiel, der sperrt gerne den Bildschirm von dem Rechner, den wir gemeinsam benutzen in unserem Einraum. Und da habe ich dann immer ein bisschen das Nachsehen, wenn ich komme, da kann ich mich ja nicht einloggen. Also was mache ich? Ich schalte mit STRG ALT F2 auf die Textkonsole, logge mich dort ein, habe mir ein Skript geschrieben, was mir eine zweite X-Sitzung hochfährt und dann kann ich dann auch grafisch arbeiten. Also ohne, dass ich ihn rausschmeißen muss, ohne, dass ich ihn stören muss. Also wir benutzen eben den Rechner eher vormittags, ich nachmittags oder so und da kann man halt sowas auch organisieren. Was kann man aus der Shell alles starten? Das haben wir zum Teil schon gesehen an zwei Beispielen. Einmal kann man solche klassischen Kommandos starten, Base64 beispielsweise, ED. Man kann sowas starten wie Alpine, man kann starten wie Vim. Und man kann aber auch grafische Programme starten. Mal sehen, ob ich Ihnen das schnell nochmal zeigen kann. Also auch damit kann man arbeiten. Ich muss mal gucken, wo ich die habe. Ich habe für einen Linux-Tag hier was angelegt. Ich glaube unter Files. Ja genau, ich habe hier ein File angelegt, Mikis, und da rufe ich jetzt mal ein grafisches Programm, also ein Bildbetrachter. So, das sind drei Esel. Warum Esel? Also in meinem zweiten Leben bin ich sozusagen Tierfreund und Eselbesitzer und der Graue, das ist meiner und der heißt Mikis, weil er am gleichen Tag wie Mikis Theodorakis Geburtstag hat, hat er halt den Namen Mikis bekommen. Und die anderen, das sind seine zwei Stuten, mit denen er in der Herde steht und wer ihn besuchen will, Tierpark Geithain. Kann man sich also anschauen, kostenfrei, ohne Eintritt, kann man sich zwischen 8 und 16 Uhr und später dann wieder zwischen 8 und 18 Uhr also die Tierchen anschauen. Dort mache ich halt mit und da habe ich mal dieses Bild für die Homepage gemacht und egal. Und das habe ich jetzt mal als Beispiel genommen und Sie sehen also, man kann auch ein grafisches Programm starten aus der Kommandozeile heraus. Und das hat den großen Vorteil, ich kann natürlich jetzt alle Shell-Mittel hier verwenden, das heißt also, ich kann alle möglichen Muster angeben, ich kann zum Beispiel sagen, alle JPEG-Dateien, die in diesem Verzeichnis sind oder alle JPEG-Dateien, die hier und da und dort sind. Das heißt also, auf der Kommandozeile bin ich sehr, sehr flexibel, so eine Dateiauswahl vorzunehmen, das ist mit grafischen Programmen eher schlecht machbar und damit bin ich aber ganz zügig dabei, eben sowas zu starten. Oder angenommen, Sie sagen, ich will jetzt alle XLS-Dateien dieses Ordners möchte ich gerne mit LibreOffice editieren. Auch sowas könnte man sich ja vorstellen. Gucken wir mal, ob wir welche haben. Ich sehe hier XLS. Ja, ich sehe zwei XLS. Ich muss aber nicht so scharf hinschauen. Ich kann natürlich Folgendes machen. Ich kann machen Stern XLS. Wenn ich es richtig tippe, klappt es sogar. Und da sehe ich, dass das offenbar zwei sind. Und ich habe ja schon gelernt, wenn ich das im Langlisting mache, sehe ich es sogar richtig. Also ich habe einmal eine Datei, die heißt 131.000 und die andere heißt Test und jeweils .xls. Und wenn ich die jetzt gemeinsam öffnen möchte, also für gemeinsam damit mit LibreOffice etwas tun möchte, mache ich das mit so einem Kürzel, OpenOffice, OOffice. Und da ich natürlich faul bin und viel mit der Shell-Tippe, drücke ich hier schon mal einen Tabulator. Na, das hat noch nicht gelangt, aber jetzt passt's. Das heißt also, ich fange immer an, die Kommandos zu tippen, drücke einen Tabulator und gucke mal, wie weit das expandiert. Und da hat er mir gesagt, er würde bei OO aber sowas finden wie OOBs, OOCalc, OODraw und so weiter. Und dann gebe ich noch ein F ein und ab F ist es eindeutig und dann weiß er, aha, das muss also OOffice sein und den Rest ergänzt er von alleine. So, und dann schreibe ich halt dieses XLS dahinter. So, dann gucken wir mal. Und ich finde das angenehmer, als wenn ich das irgendwo mit so einem grafischen, keine Ahnung, Nautilus oder wie die alle heißen, sich das zusammensuchen müsste. Sicherlich kann man das auch vorgehen, im Vortrag war ja Midnight Commander, da kann man bestimmt das auch wunderbar organisieren. Ich mache es eben meistens mit einer Shell. Da habe ich also ein Primitivbeispiel gestern mal angelegt, da stehen 6 Zahlen drin, also nichts Aufregendes, das können wir gleich wegklicken, spielt keine Rolle. Und das andere war mal eine richtige Datei, das war mal ein Ausrollen von Multifunktionsgeräten auf unseren Standorten und da stand immer drin, an welcher Datendose, wann, welche Kollegin ist dort vor Ort verantwortlich und. Also das ist eine richtige Datei aus dem realen Leben, die man mir mal geschickt hat, damit ich weiß, wann welche Multifunktionsgeräte wo aufgestellt wurden. Gut. Also so kann man es tun, also die drei Arten. Jeder kann sich raussuchen, wann welches Tool sinnvoll ist. Also mache ich das eben aus der Grafik raus oder mache ich es dann doch lieber von der Kommandozeile. Ich bin immer der Freund. Die wissen das schon, meine Kunden, wenn ich vor Ort komme und denen irgendwas helfen soll, da sagen die immer, du brauchst deine Shell. Ja, die wissen das schon. Bei mir geht immer Skript und Shell, das sind so die zentralen Worte. Also in dieser Oberfläche. Gut, vielleicht ganz kurz, was die Shell eigentlich macht. Die Shell arbeitet in der Schleife, weil ich habe ganz oft die Situation gehabt, ich hatte Neulinge im Linux-Bereich, habe denen mal eine Shell gezeigt und habe denen gesagt, starte das mal, dann kannst du das und das machen. Und da sagen die, ja, gestartet hat es, und dann ging es nicht weiter, dann hat es nichts gemacht. Ja, natürlich hat es nichts gemacht, weil die Shell ist natürlich ein sehr ordentlicher Diener, das heißt, die wartet auf den Befehl ihres Herrn oder seiner Dame. Ich habe also hier ein Bereitschaftszeichen, sogenannten Prompt. Und der Prompt sagt mir, jetzt kannst du dein Kommando eintippen, lieber Nutzer oder liebe Nutzerin. Und jetzt bin ich gefragt und das geht so lange gut oder kann ich so lange tippen, bis ich mal das Enter
eingebe, damit ich die Zeile wirklich an die Shell abschicke. Also was macht die in der großen Evaluation Loop Auswertungsschleife? Die wartet auf ein Kommando von mir, ich schicke es mit Enter weg, sie nimmt es auseinander, wenn sie es irgendwie sinnvoll interpretieren kann, führt sie es aus oder meldet einen Fehler und dann ist sie wieder an der Stelle. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen würde, Date, ich will mal das aktuelle Datum ermitteln, dann kriege ich eben raus, wir leben jetzt gerade 12.49 Uhr am 11. März. Und er ist natürlich wieder in diesem Prompt, er wartet auf das nächste Kommando. Das könnte jetzt zum Beispiel W heißen. Da kriege ich eben raus, wie die Lastermaschine ist und wer hier eingeloggt ist. Also offenbar bin ich hier nach seiner Rechnung zweimal eingeloggt, einmal textuell, einmal grafisch oder was auch immer. Und ich führe gerade das Kommando W aus, das kriege ich hier zu erfahren. Und die Maschine hat nahezu keine Last, die liegt bei 0,03 oder irgendwas. Also sozusagen langweilig, weil ich ja nicht so schnell tippen kann, dass ich sie ordentlich mit Arbeit versorgen könnte. Das geht ja als Mensch nicht. Da müsste ich dann schon mal einen richtigen Rechenjob loslassen oder irgend sowas. Ansonsten bin ich immer das bremsende Glied hier vor dem Bildschirm. Wenn man so eine Shell wieder mal loswerden möchte, auch dann ist es ja immer gut, irgendwie, gerade beim VI haben wir gesehen, Doppelpunkt Q Ausrufezeichen, wollen wir mal gucken, wie wir die Shell loswerden. Der einfachste Weg aus meiner Sicht ist, wenn ich mit dem Cursor am Anfang der Zeile stehe, also noch kein Leerzeichen oder irgendwas getippt habe, dass ich dann hier einfach Steuerung D eingebe. So. Steuerung D ist eigentlich weiter nichts als für den Terminal-Treiber das Zeichen End of File. Das heißt also, ich sage der Leseroutine des Terminals, jetzt kommen keine Daten mehr. Und das bedeutet für die Shell, dann ist gut, dann kann ich meinen Dienst einstellen. Und dann wird auch gleichzeitig dieses Terminal mitgeschlossen. Weil das Terminal ja die Shell gestartet hat und wenn die Shell zu Ende geht, geht auch das Terminal zu Ende. Das heißt also jetzt, wenn ich weitermachen will, müsste ich mir wieder ein neues Terminal starten. Das ist jetzt mein Pech. Und jetzt habe ich natürlich wieder die Einstellung von ursprünglich. Das heißt also, ich müsste wieder hier reinwechseln und müsste mit BashRC meine eigene Arbeitsumgebung wieder einstellen. Weil wie gesagt, ich benutze die jetzt von diesem Otto Normalverbraucher allgemeinen Testnutzer. Dem wollte ich das nicht umkonfigurieren, weil da meine Kollegen auch mit damit arbeiten. Und da habe ich gedacht, dann stellst du dir halt über diese Datei das selber ein. Gut. Ansonsten hat Unix natürlich viele, viele Hilfen. Also mittlerweile kann man sehr viel im Netz finden. Man braucht einfach bloß mal in die Suchmaschine seiner Wahl irgendwas eingeben. Manual, Manpage zu irgendeinem Kommando kriegt man in der Regel irgendeine schöne HTML-Seite. Vielleicht auch ein Tutorial, vielleicht auch bei Stack Overflow oder wie die alle heißen, diese Foren, wo sich die Entwickler gegenseitig Tipps geben, ganz gezielt auf seine Frage eine Antwort. Der klassische Weg war so, man hatte solche Tools wie Man oder Info und die haben dann mehr oder minder verständliche Texte zum Vorschein gebracht. Ist immer eine Frage, manche sind übersetzt worden. Ich habe da eine zwiespältige Meinung zu dem Thema der Übersetzung. Manchmal lese ich gezielt dann die englische Version, weil das, was im Deutschen steht, kann man nicht wirklich sinnvoll benutzen, weil es ist veraltet oder drückt nicht alles aus oder wie auch immer. Also das muss man dann immer im konkreten Falle sehen. Und die Programme selber haben in der Regel auch so eine Art Hilfeoption, mit denen man auch einiges machen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, wenn ich jetzt wissen möchte über LS, was ist denn da los, da könnte ich also man-ls machen und da kriege ich halt so eine Manual-Page, da kann ich mich hier durchklickern, kann also auch nach Dingen suchen, ist auch suchbar, mit einem Slash kann man suchen und mit Q kommt man wieder raus, Q wie quit. Das heißt, hier wird automatisch so ein Pager gestartet, also der so seitenweise was anzeigt und dadurch kann man sich einfach durchblättern. Und jetzt könnte man gleichzeitig auch nochmal dasselbe wiederholen in Form von Info. Das heißt, also ich würde jetzt zum Beispiel den Cursor nach oben benutzen, würde hier nach links cursoren und würde hier Info reinschreiben. Das macht jetzt bei dem Kommando wenig Sinn, aber wenn ich ganz viel schon hinter dem ersten Kommando stehen habe, dann ist es vielleicht doch eine gute Idee, das zurückzuholen, dorthin zu springen, zu editieren und dann hätte ich das Gleiche nochmal in einem zweiten Format. Es gibt Tools, das sind Infopage und Manpage circa gleich vom Inhalt her. Es gibt aber auch Tools, die haben sehr viel in die Infopages gepackt und weniger in die Manpage. Da muss man immer gucken, wo man dann das findet, was man braucht. Ich hatte jetzt vor kurzem mal mit dem Chatrama ein bisschen hin und her, das ist der Bash-Entwickler, der Bash-Maintainer, und habe ich ihm auch gesagt, ein bisschen kleiner Kritikpunkt wäre, dass die Manpage kaum Beispiele enthält. Also wer sich jetzt die Bash selber mal angucken will, also diese Shell, und gibt man-bash auf der Kommandozeile ein, kriegt zwar ein sehr ausführliches Handbuch, wo man auch vieles rauslesen kann, wenn man schon weiß, wie es funktioniert. Ansonsten ist es schwierig, weil keine Beispiele drin sind. Da hat er gesagt, naja, er will das als längerfristiges Projekt mal in die Infopage bringen. Also da hat man eben dann dort mehr die Beispiele und in der Manual-Page nicht. Ich will mal noch eins zeigen, was man auch noch hätte machen können. Ich wiederhole nochmal das Man-Kommando und gebe mal Folgendes ein. Ich schreibe mal hier, das ist auch so ein Kürzel, was ich ganz oft verwende. Das ist nämlich das letzte Wort des letzten Kommandos. Man hat doch oft die Situation, dass man ein Kommando absetzt und das letzte Wort vom letzten Kommando irgendwie nochmal braucht. Und das kann man mit so einem Kürzel ausdrücken. Das heißt also, ich hätte jetzt gesagt, Info LS war das letzte Kommando und ich würde dann mit Ausrufezeichen Dollar das letzte Wort des letzten Kommandos einfach auf die neue Kommandozeile kopieren und das aber jetzt mit dem Man versehen.
Da müsste genau wieder dieses Men zum Vorschein kommen. Genau so ist es. Das ist also nur ein Kürzel, was bei LS jetzt wenig Sinn macht, weil da tippe ich ja genauso viel wie mit Ausrufezeichen Dollar. Hätte das aber zum Beispiel, was weiß ich was, hier UUN-Code geheißen, mal als Beispiel, da wird es etwas länger. Ja, dann muss ich das halt hintippen und wenn ich das Ganze jetzt mit Info machen möchte, wenn das gewünscht wird, dann mache ich das eben mit diesem Kürzel. Also das wäre eine so eine Methode, die man da halt verwenden kann. Oder aber man könnte noch was anderes tun. Man könnte jetzt sagen, wenn ich also jetzt das Info-Kommando hatte und möchte das gerne gegen das Men-Kommando austauschen, dann könnte ich sogar so ein etwas kryptisches Kürzel schreiben, da sage ich zum Beispiel Info getauscht gegen Men. So, also das heißt also, ich gehe mit dem ersten Tag los, gehe in das letzte, also das vorhergehende Kommando rein, gebe dann eine Zeichenkette an, die auszutauschen ist, gebe dann dahinter an, gegen was es zu ersetzen ist und dann hätte ich im Prinzip eine Möglichkeit, History zu betreiben. Das würde man jetzt vielleicht in der heutigen Zeit als ein bisschen komisch empfinden. Ich mache es an einigen Stellen durchaus trotzdem gern. Man muss aber erklären, wo es herkommt. Es kommt aus der alten C-Shell-Welt, wo es noch keine Kommandozeilen-Editierung mit diesen Cursor-Tasten in dem Zeug gab. Aber es gab schon eine History. Und dann hat man also den Menschen an die Hand gegeben, den Bedienern, eine Möglichkeit, durch entsprechende Steuerzeichen auf die History zuzugreifen. Und da aus dieser Welt kommt das. Und das ist in der Bash quasi umgesetzt. Ich benutze es zum Beispiel für solche Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kommando hätte, was da Uncompress heißt. Das wird jetzt nichts Gescheites machen, weil ich jetzt nichts zu ankomprimieren habe, habe ich ausgeführt und will dann danach einen Kompress machen. Da will ich doch vom letzten Kommando nur das anstreichen. Das kriegt man mit dieser Notation hin. Das ist also die Kurznotation, das heißt also letztes Kommando, streiche das Wort, was du unmittelbar hinter dem Dach hast, weil ich es durch quasi nichts ersetze. Also wenn man ein Kommando hat, was lang ist, aber eine Vorsilbe hat und die möchte man nochmal ausführen ohne Vorsilbe, dann kann man das mit dem Dach und dieser Vorsilbe machen. Also das bloß mal als Einwurf. Das wäre also History ohne Cursor-Tasten und solche Späßchen. Das macht also diese Kommandozeile immer wieder brav. So, dass man da die einzelnen Kommandotypen starten kann, das hatte ich schon gezeigt, also grafisch, Fullscreen, wie auch immer. Und wir hatten auch schon gesehen, dass man eben solche schönen Ausdrücke benutzen kann, wie zum Beispiel Stern.jpg oder Sterne.jpg. Also muss ich mir der Punkt dastehen. Also Stern.jpg sind alle Dateien, die auf JPEG enden. Ob mit Punkt oder ohne, das ist dann völlig egal. Und hier hätte ich in dem Fall also den Punkt mit hingeschrieben. Also wären das die Dateien, die irgendwie auf Punkt.jpg enden. Man muss allerdings dabei beachten, dass Unix natürlich eine Unterscheidung macht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Also eine Datei, die auf Klein-JPG endet, ist eben nicht dasselbe wie Groß-JPG und die würde dann auch hier nicht getroffen. Also das muss man einfach wissen. Das verwundert Windows-Nutzer im Allgemeinen, weil denen ist egal, ob groß oder klein. Im Unix ist es nicht egal. Da muss man also ein bisschen hinschauen. Gut, das wäre nochmal Fullscreen-Programme. Hatte ich schon ein paar gezeigt, will ich jetzt nicht ausbauen. Aber vielleicht eins nochmal. Man kann sogar bis dahin gehen, dass man eine Webseite sich hier anguckt in so einer Shell. Das geht auch irgendwie. Also eins dieser Programme heißt W3M und das ist jetzt die Homepage der TU Chemnitz. Da steht irgendwas von parlamentarischer Abend, Delight its Guests. Also man kriegt zumindest vielleicht ohne die ganzen schönen Dinge des Corporate Designs, die sich da mit JavaScript und irgendwie zusammensetzen, das kriegt man natürlich nicht mit, aber man kriegt mitunter den reinen Text und man könnte letztlich auch wahrscheinlich hier die Links verfolgen. Zack. Und dann hätte man irgendwas zum parlamentarischen Abend. Parlamentarischer Abend, Delight its Guests. Genau. Quid. Yes. Also man ist selbst auf der Kommandozeile elementar webfähig, wenn man das so möchte. Gut. Ich hatte gestern mir noch eins hier ergänzt, weil man ja sagen könnte, gut, also für Grafikbearbeitung, also wenn man jetzt Bilder bearbeitet, braucht man ja sicherlich ein grafisches Programm. Sei es GIMP, sei es Display, sei es wie sie alle heißen mögen, keine Ahnung. Es gibt aber auch quasi in bestimmten Paketen starke Kommandozeilenprogramme. Gibt es also eine Möglichkeit mit dem sogenannten Image Magic Paket und seinen Kommandozeilentools, wo die wichtigsten, glaube ich, Mogrify und Convert heißen, Dateien irgendwie zu bearbeiten. Also man kann sogar Bildbearbeitung ohne einmal die Maus in die Hand zu nehmen organisieren. Also sowas ist machbar. Und ich wollte das mal an einem Beispiel zeigen. Das ist ein etwas komplexeres Kommando. Ich kopiere es erstmal. Wir gucken mal, ob das dann wirklich das tut, was ich mir vorstelle. Dann gucke ich nochmal, also bei CLC Files, na, komm her, hatte ich diesen Mikis und ich hatte dort einen Mikis C. Den Mikis C, den lösche ich mal. Das ist nämlich Mikis mit Copyright-Vermerk.
Das habe ich also jetzt so gemacht, ich gebe das RM-Kommando ein, habe dann Mikis getippt, Tabulator getippt, mir das so weit ergänzen lassen, wie es ging, habe dann Unterstrich C getippt, nochmal Tabulator und dann war das Ding fertig. So, und im Unix ist es ja so, wenn ein Kommando nicht mault, wenn es nicht schimpft, wenn es nicht irgendwas meldet, dann ist es in der Regel gut. Also No News is Good News, das ist so ein bisschen die Strategie. Das heißt also, das Kommando hat gewirkt, hat nichts geschimpft, alles ist eigentlich perfekt, hoffe ich. Und jetzt mache ich aber nochmal ein ls-l hinten dran. Und dann sehe ich, es gibt nur noch den Mikis, aber es gibt kein Mikis C. Und jetzt kommt dieses schöne Kommando. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das habe ich hier mal hingeschrieben. Also convert. Gravity Southeast, also ich will rechts unten, Südosten im Bild, will ich ein Copyright-Vermerk einbringen in der Größe 70 mit Blau. Will einen Textkasten zeichnen, der da heißt Copyright Mikis, weil das der Esel hat mal gesagt, wenn er schon Bilder von mir auf die Homepage stellt, dann will ich das Copyright haben. Und dann mit dem Text 6020 wird irgendwie gesagt, wo die Position von diesem Textkasten liegt. Und dann gebe ich ein Pfeil an, was er hernimmt, und dann gebe ich ein zweites Pfeil an, was er schreibt, und da ist dann dieser Copyright-Vermerk drin. Wir schicken es mal weg. So, also wenn das stimmt, was ich gesagt habe, müsste jetzt ein zweites Pfeil entstanden sein, wieder dieses Mikis C. Wir machen mal ls-l, es ist so frisch angelegt, 13 Uhr am 11., hier ist es. Und jetzt gucken wir uns die beiden an. Also wir könnten jetzt sagen, alle die mit Mikis sind, die will ich dem EOG zuordnen. Das ist eine Grafikanzeige bekommen, können sich sonst eins nehmen, was ihnen gefällt. So, das ist das Originalbild, das ist das zweite Bild. Und da steht drin Copyright Mikis. Also das hätte ich jetzt mit diesem Convert hierher gezaubert. Das heißt also, ich kann Bildbearbeitung mit Kommandozeilentools machen. Das hat den ganz großen Vorteil, wenn ich einmal das Verfahren habe, wenn ich einmal diese kryptisch anmutenden Befehle rausgefischelt habe, sei es durch eine geschickte Netzanalyse, ich habe geguckt, ob einer beschrieben hat, wie es geht, in dem Fall, ich habe den Link angegeben, wo ich die Idee her habe, dann kann ich das in meinen Notizzettel schreiben, ich kann das in ein Skript schreiben und das Skript kann ich immer wieder rufen. Habe kein Problem, kann ich ja jederzeit wiederverwenden. Und ich kann das Ganze über einen ganzen Dateibaum schicken. Das heißt also, wenn ich jetzt eine ganze Reihe von solchen Bildern habe, kann ich die natürlich in einer Stapelbearbeitung mit solchen Befehlen bearbeiten. Weil entstanden ist die Idee, das mal so zu machen, aus einer Anfrage von den Bibliothekaren, die gesagt haben, wir haben hier einen Rucksack von Bildern, die wollen wir veröffentlichen, eben Facebook oder sonst wo, möchten aber gerne eine Copyright-Information irgendwie anbringen. Wie kann man das machen, wenn man also 100 Bilder hat? Ist es ja nie so prickelnd, wenn man das mit einem GIMP interaktiv, händisch, nach irgendeinem Verfahren, also kriegt man irgendwo, nach 20 Bildern hat man bestimmt die Nase voll und will das dann nicht mehr machen. Und da ruft man dann quasi nach einer Automatisierung. Und eine Möglichkeit wäre eben dieses. Oder das andere, was ich hier gezeigt habe, dieses Mogrify, da habe ich eben mal sowas gezeigt, wo gesagt ist, ich will Bilder verkleinern auf 256x256 Pixel, weil die eben vorgegeben sind, so eine Größe, die ich brauche. Und dann habe ich mal dahinter geschrieben, Stern.jpg. Und der nimmt dann wirklich die Bilder her und rechnet die quasi um. Also alle die, die er so durch dieses Muster findet. Also das ist eine durchaus interessante Geschichte, wo man also auch Grafikbearbeitung mit Kommandozeile schön kombinieren kann. Geht einem alles verloren, wenn man nur die interaktiven Programme startet, die man sich aus irgendwelchen Menüs zusammenklickt. Also das wird nirgendwo dort in so einem normalen Linux-Menü in Mogrify stehen. Wie soll das gehen? Weil diese Kommandos muss man ja parametrieren, den muss man ja entsprechende Optionen angeben, die man sich aus einem Manual, aus einem Tutorial oder wie auch immer holt. Und damit ist das ja schwierig machbar über eine grafische Oberfläche. Aber kann man natürlich alles kombinieren. Und auf der anderen Seite hat man natürlich zu dem Image Magic auch ein grafisches Tool, das nennt sich Display, das zeigt also Dinge an und damit kann man auch Dinge machen. Also ich benutze das, weil ich GIMP nicht wirklich gut bedienen kann, das ist mir zu kompliziert, mache ich viel zu selten. Mache ich für das, was ich häufig brauche, nämlich das Ausschneiden von rechteckigen Klötzchen aus Bildschirmfotos. Wenn ich Leuten irgendwas schicke und sage, guck mal, so hat es auf dem Bildschirm ausgesehen, so muss es sein, mache ich mit Display und da gibt es eine wunderschöne Operation Crop und die kann man sich auch als Laie gut merken und die ist ganz schnell gemacht. Und dann ist das Ding erledigt. Aber das ist, wie gesagt, wer fit in GIMP ist oder in anderen solchen Werkzeugen, der macht das damit und das ist genauso gut. Aber gerade sowas im Stapel zu bearbeiten, so ein Resize oder vielleicht mal ein farbiges Bild auf Monochrom umzurechnen, weil man das für irgendeinen Zweck braucht, das ist natürlich mit solchen Tools super schnell gemacht und das geht mit den anderen, glaube ich, nicht so gut. So, Bedienkomfort hatte ich ja schon mal ein bisschen angedeutet, will ich jetzt nicht weiter auf die Details eingehen. Sie haben schon gesehen, ich konnte mit der Cursor-Taste hoch, runter, rüber, ran, könnte ich alles Mögliche machen. Eine Sache will ich mal zeigen, weil da habe ich selbst Fachkollegen zum Teil mal ein bisschen zum Aha-Effekt gebracht. Das ist die Geschichte, wenn ich jetzt hier so eine Kommandozeile hätte, die ein bisschen länger ist und ich möchte jetzt da doch mal ein bisschen höherwertig editieren. Also ich will das jetzt nicht nur einfach mit diesen Cursor-Tasten oder irgendwie den Ding, die Shell mir zur Verfügung stellt. Dann gibt es in der Bash ein Kürzel, das nennt sich Ctrl-XE, wie Extended oder External Editor, oder wie man sich das mal merken will, also Ctrl-XE.
Und dann wird die aktuelle Kommandozeile in den Editor der eigenen Wahl transportiert. Den kann man einstellen, wie es hier steht, über einen umgebungsvariable Editor. Und können Sie sich leicht vorstellen, wenn ich sowieso alles mit dem VI mache, steht natürlich bei mir Vim drin, das ist klar, deshalb wird das Ding auch mit dem Vim gestartet. Und wenn ich jetzt mal angenommen sagen möchte, gut, okay, ich will vielleicht Point Size doch nicht 70, sondern 50, da könnte ich also im VI mit R5 jetzt hier eine 5 draus machen. Und vielleicht will ich die Farbe nicht Blue, oh Gott, jetzt habe ich es weggetan, ist aber kein Problem, Undo. Ja, das ist schön, dann ist ja alles wieder da. Würde ich jetzt also Change Word Red zum Beispiel machen, sowas. Wir hoffen, dass das geht. Und ja, Gott. Und dann schreiben wir rein, damit es mit Mikis Theodorakis nicht verwechselt wird, machen wir Mikis E wie Mikis Esel. Und dann würde dieses Kommando in dieser so zurecht editierten Form ausgeführt. Man sieht, es wird auch nochmal protokolliert. Also die 50 steht jetzt drin, das Mikis E steht drin. Und jetzt gucken wir uns mal dieses Ergebnis an. So, und da steht es auf einmal rot, Mikis E, ja. Also ich denke, das hat geklappt. Also das ist eigentlich der Weg, den ich dann verwende, wenn ich jetzt ein längeres Kommando habe und das dann gerne nochmal bearbeiten möchte. Dann gehe ich meistens aus der aktuellen Zeile, die ich da vor mir habe, wo ich denke, oh, das ist jetzt mit Bash-Mitteln doch nicht ganz so toll, gehe ich mit Ctrl-XE da rein und editiere das Kommando so zurecht, wie ich es denn möchte. Und sollte ich mich mal vertan haben, kann ich zur Not alles löschen und gehe mit einem leeren Kommando wieder raus, dann macht es gar nichts. Also es würde auf jeden Fall funktionieren. Hm? Gut. Da wird es sofort ausführen, genau so ist es. Man speichert es und es wird sofort ausgeführt. Also man kann damit quasi die Kommandozeile der Bash immer nochmal mit seinem eigenen Editor, also was man eben will, also muss ja nicht Vim sein. Man schreibt dann, wenn einer einen Emacs nimmt, nimmt er einen Emacs und wenn einer Nano nimmt, nimmt er Nano und wenn einer einen MC-Edit nimmt, schreibt er es halt da rein. Ich glaube, wenn man nichts macht, kommt der Emacs. Also ich habe gestern mal die Variable gelöscht, dann kam, glaube ich, der Emacs in dem grafischen Fenster, das, was ich nicht will, weil ich bin ja einer derer, die sozusagen wirklich auch im Terminal editieren. Also ich benutze die GVim-Variante nur unter Windows, wenn ich das da mal brauche, weil das dort sich besser in die grafische Oberfläche integriert. Aber hier im Unix-Linux-Umfeld bin ich eigentlich nur mit dem klassischen Vim in diesem Fullscreen-Modus unterwegs. Darum mag ich das gar nicht, wenn da nochmal ein zweites Fenster aufgeht für den Editor. Das will ich eigentlich nicht. Ja, History hatte ich schon mal kurz erwähnt. Das war also mit diesem Dach und Ausrufezeichen Dollar und so weiter. Und wer mal die ganze History sehen will, der schreibt History hin. Das ist alles das, was ich jetzt gemacht habe. Diese History kann man sich sitzungsübergreifend speichern lassen. Das liebe ich überhaupt nicht. Ich bin so ein neues Spiel, neues Glück. Bei mir jede Shell ohne History. Also ich schalte den Rechner aus, beziehungsweise logge mich auch wirklich aus, habe also keine langlaufenden Sitzungen und will immer jeden früh frisch anfangen. Das ist aber eine persönliche Geschmacksfrage. Also ich schleppe keine History über die Sitzungen mit. Wenn ich aber mal denke, dass ich also sowas Hochwertiges an einem Tag gemacht habe, dass ich es mir doch aufheben möchte, dann ist es ja ein leichtes, dieses zu speichern. Denn wir haben ja gelernt, Unix-Grundkonzept, auch das ist ein Textstrom und wir haben gelernt, wie man einen Textstrom in einen File sichert. Und dann würde ich, bevor ich das zeige, nochmal was zeigen, weil ich natürlich tippfaul bin. History ist für mich viel zu lang und das brauche ich viel zu oft. Also habe ich mir ein Kommando gebaut, das heißt einfach H, H wie History. Erkläre ich gleich, wie es zustande kommt. Und für mich ist dann das Kürzel, wenn ich also am Ende einer Sitzung bin, die ich für wertvoll betrachte, dieses Kürzel. So, H größer H. Was heißt das? H ist mein Kurzkommando, History. Also lass mir die History listen. Größer ist das Zeichen der Shell für Umlenkung. Und H ist dann die Datei, weil immer wenn ich in einem Verzeichnis eine Datei klein h vorfinde, weiß ich, aha, da hast du dir mal irgendwo die History abgelegt für genau diesen Fall, was du da gemacht hast und kann das also jederzeit wieder aufgreifen und nutzen. In der Regel, wenn ich es wirklich länger brauche, arbeite ich es mir auf, also wird es mit dem VI nacheditiert, wird ein bisschen beschrieben, wird ein Notizblock draus gemacht und wenn ich es nicht wieder brauche, schmeiße ich es mal irgendwann weg. Wer es jetzt ordentlich machen will, könnte natürlich hier auch Leerzeichen einfügen, aber für kurzes, schnelles, quick and dirty mache ich eigentlich immer das größere Zeichen sofort dran, weil die Shell das als Sonderzeichen erkennt. Die spaltet quasi die beiden Dinge ab. Die sagt also links das Kommando, rechts der Dateiname, zwischendrin die Umlenkung und damit ist die Sache eigentlich gegessen. Also es klappt fast immer, dass man es ranschreiben kann. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, da muss man ein bisschen gucken, aber im Großen und Ganzen in dieser Form als Idiom gemerkt, klappt das immer. Jetzt bin ich Ihnen natürlich schuldig, wo kommt dieses H her, also wo habe ich das definiert? Wenn man nicht weiß, wo ein Kommando herkommt, also das war das Letzte, ich zeige es nochmal schnell von der Seite her. Im Übrigen würde das bei mir nochmal ausführen nicht funktionieren, das muss ich vielleicht auch gleich noch zeigen, weil ich mir eine Option eingestellt habe, ich darf bei mir keine Dateien überschreiben, zumindest nicht mit dieser Notation. Das soll mich schützen, dass ich aus Versehen eine Datei überspeichere, die es schon gibt, das soll mich warnen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder, ich gehe jetzt hier zurück, setze hier noch ein Pipe-Zeichen dazwischen, dann ist das ein Operator, also das hat jetzt nicht mit der klassischen Pipe zu tun, sondern das größere Pipe-Zeichen ist Ausgabe mit Überschreiben von schreibgeschützten Dateien, also die er normalerweise nicht machen würde, weil die Shell das existierende Dateien eben einfach nicht überschreibt, dann würde er es tun.
Oder aber ich kann natürlich mit RMH hingehen, kann sie wegwerfen und dann kann ich auch das wieder verwenden. Das würde also auch gehen. Jetzt die Frage, was ist das H? Und da gibt es ein Universalkommando in der Bash, das heißt Type. Und dann kann man dem ein Kommando übergeben und da sagt er einem, was das ist. Ich würde also jetzt den Typ von diesem Kommando H bestimmen und da sagt er mir, das ist ein Alias für History. Und da muss man jetzt die Frage stellen, wo kommt denn der her? Also wieso ist denn das ein Alias? Man kann dann sowas machen. Wenn man weiß, dass es ein Alias ist, kann man dann das Kommando Alias verwenden. Das ist ein eingebautes Kommando der Bash. Gibt dann den Namen des Aliases an und dann sagt er einem, wie der Alias definiert ist. Da weiß man schon mal, was dahinter steckt. Also wie es sozusagen in Bash zu notieren wäre. Das heißt also, dieses hier könnte ich mir auf der Maus nehmen, irgendwo einwerfen und dann hätte ich diesen Alias automatisch in dieser aktiven Shell. Also wenn ich jemanden das in der Mail schicke und sage, nimm bitte auf die Maus diese Zeichenfolge und wirf sie bei dir in die aktuelle Shell ein, dann hat er auch diesen Alias und kann sofort H für History benutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt denn das her, warum ist denn das da und wie mache ich das, dass das immer da ist? Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin bei dem Nutzer Otto ins Home-Verzeichnis gegangen, bin dann, ich gehe es mal hier oben hin, in den Ordner HOT gegangen und hatte dort die Datei BashRC. Das ist meine eigene, wirklich gewachsene BashRC, die lade ich mal in den VI und suche mal nach Alias H. Hier, diese Zeile in der Mitte. Moment, sieht man es? Ich kann sie auch mal einrücken, die ich jetzt eingerückt habe. Die ist es, da steht das drin. Diese Datei liegt bei mir im Home-Verzeichnis und heißt .bashrc. Und das ist ja das, wenn eine interaktive Bash gestartet wird, so wie man sie normal kennt, liest die irgendwann auch mal diese .bashrc ein. Und damit hat man das. Und in dem Fall habe ich es mir aber hingetrickst, da habe ich das Ding also als normale Datei hinterlegt und habe mit .leerzeichen bashrc die einfach in die Sitzung eingelesen, weil der Otto ja nicht mir gehört, sondern auch mit Kollegen geteilt ist und ich aber nur für meine Demo diese Einstellung haben wollte. Also daher kommt das. Das heißt also, wir haben jetzt hier im einfachsten Falle ein Shell-Skript, wenn man so will. Also das ist nichts Magisches, das ist einfach eine Textdatei, wo die Shell-Kommandos, die man ausführen möchte, der Reihe nach drinstehen. Und dieses Ding wird dann eingelesen und damit gilt's. Und dann kann ich es natürlich auch wieder entsprechend töten, diesen Alias, indem ich Analias mache. Also ich kann Analias H machen und dann ist H nicht mehr da. Und dann muss ich wieder History schreiben. Tschuck. Und wenn ich es aber noch auf der Maus habe, nee, habe ich nicht mehr, also auch egal, dann könnte ich es wieder da einfügen, also dieses Alias-Ding. So, vielleicht noch jetzt, weil wir der Zeit langsam vorankommen. Der Alias-Befehl schreibt das automatisch in die BashRC oder das haben die manuell eingeschrieben? Habe ich manuell eingeschrieben, genau. Habe ich einmal mit dem VI dort rein editiert, die pflege ich seit 10 Jahren, wächst die halt. Sind Teile auch für die Z-Shell drin, weil ich ja mal gedacht hatte, ich würde mal auf die Z-Shell umsteigen, habe ich also faktisch so eine Weiche eingebaut und habe gesagt, wenn die Z-Shell das Ding startet, dann stell das so ein und wenn die Bash startet, stell es so ein. Ich bin aber für gelegentliche, also über gelegentliche Nutzung der Z-Shell bin ich wirklich nicht rausgekommen. Also für mich ist das Arbeitspferd die Bash geworden. Und sehr schön, Bash 4 hat ja doch wieder einige Dinge, die sozusagen in der Bash oder faktisch in der C-Shell früher waren. Also was mich sehr gestört hat beim Umsteigen von der C-Shell auf die Bash, war, dass dieser Operator nicht mehr existierte. Das ist nämlich eine Möglichkeit, wo ich zum Beispiel sagen kann, Moment, mach schon mal Word Counter. In dem Fall ist es völlig egal, aber ich kann gemeinsam die Standardausgabe und den Standardfehlerstrom in ein nächstes Kommando leiten. Also das ist eine Pipe, die auch den Standard-Fehlerstrom umleitet, wogegen die normale Pipe nur den Standard-Output umleitet. Und dann musste ich in der klassischen Bash sowas formulieren. Da musste ich sagen, den Fehlerstrom bitte auf den Ausgabestrom und dann das bitte in die Pipe. Das ist ein bisschen kryptisch, deshalb schöner so. Und das hat bis Bash 4 gefehlt. Das gab es aber in der Z-Shell, das gab es in der C-Shell. Das war faktisch ein kleiner Wermutstropfen, wo ich umgestiegen bin aus dieser anderen Welt, dass das halt nicht existierte. Ist seit Bash 4 dabei und eigentlich für mich alles gut. Also ich komme damit gut zurecht. Wir haben uns noch gar kein Shell-Skript uns angeguckt. Wir haben also alles interaktiv hier rumgezaubert. Vielleicht hier bei Files könnte ich was haben. Ja, genau. Das machen wir mal. Das ist ein schönes und vielleicht doch überschaubares Beispiel. Also ich habe mal einen Vortrag an der Deutschen Nationalbibliothek gehalten, weil die mal Einstieg wollten für eine bestimmte Gruppe dort ein bisschen Shell-Grundlagen. Was kann ich mit dem Werkzeugkasten tun, um bibliothekarische Daten zu sichten, auszuwerten irgendwo, ohne dass man jetzt Fachanwendungen hat, also spezielle bibliothekarische Werkzeuge, sondern irgendwas ganz Allgemeines. Und da hatten wir uns ein Beispiel genommen, um mal so ein bisschen den Werkzeugkasten zu demonstrieren und aus diesem Vortrag stammt das Ding. Ich habe also eine Datei gemacht, zeige ich Ihnen mal mit dem VI. Die hat also 4 Zeilen, das sind also faktisch für 4 Menschen sind Daten beschrieben.
Das könnte jetzt das Alter sein und das könnte, was weiß ich, die Anzahl der Abteilungen sein, zu dem der gehört oder was auch immer. Kann man sich jetzt ausdenken, wie man möchte. Also Anton, Bertha, Emil, Julia und stehen jeweils zwei Zahlen dahinter. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir mit diesen Zahlen irgendetwas machen möchten. Dass wir die meinetwegen multiplizieren, addieren oder wie auch immer möchten. Und das würden wir mal in dem zweiten Pfeil machen. Das wäre mein Shell-Skript. Das Shell-Skript besteht im Wesentlichen aus Kommentar. Das sind die blauen Zeilen. Also ich persönlich liebe es zu kommentieren. Ich schreibe immer ganz viel Kommentar in meine Programme rein. Das hat also auch für mich schon mal den großen Effekt, dass ich, wenn ich das Programm weiterentwickeln muss, wieder sehe, was ich wollte. Damit ich das jetzt hinkriege, im VI, zeige ich, okay, also am einfachsten, wenn man die beiden editieren möchte, würde ich Folgendes machen, VI Stern, also ich würde den VI für alle Dateien öffnen, in dem Fall, wenn ich die beide sehen will, und dann gebe ich hier unten ein BA, wie Buffers for All, jeder kriegt einen Puffer, und dann sind wir da, BA, das ist das Kürzeste aus meiner Sicht, also VI, dann mit einem Muster die Files so beschreiben, die man haben will. Wenn es alle sind, dann Stern. Und mit BA wird jedem Argument wird ein Puffer und damit auch ein Fenster zugeordnet, zwischen denen ich jetzt mit Ctrl-WW hier hin und her springen kann. Das wäre aber ein eigenes Thema, das Thema WIM-VI. Also ich habe das. Ja, Entschuldigung, das ist immer so, ich sehe das und mache das irgendwie blind. Ich sehe das und dann macht halt hier die muskuläre Intelligenz oder was auch immer. Oder dann, wie sagt der Kollege immer, die Kristalline bei den älteren Kollegen, wo es dann schon ein bisschen, ne? Also es ist, okay. Ich drehe es mal nochmal rum, da haben wir dann den Text oben und die Datei unten. Mit Ctrl-WX habe ich das jetzt gemacht, rumgedreht. Das blaue ist Kommentar, das können wir also alles streichen. Maximal diese obere Zeile, diese sogenannte Shebang-Zeile könnte interessant sein. Man kann nämlich in den Unix-Programmen, wenn man die zum Ausführbar erklärt, kann man in die erste Zeile mit Doppelkreuz, Ausrufezeichen und einem Pfad zu einem Interpreter sagen, mit welchem Interpreter man das Ding ausführen möchte. Weil im Endeffekt ist das ja kein Maschinenprogramm, was man jetzt sozusagen dem Prozessor vorwerfen könnte, sondern hier muss ja nochmal irgendeine Intelligenzschicht dazwischen, die irgendwie diese Konstrukte auswertet. Und häufig sind es halt Shell-Skripte und ich habe mal angewöhnt, das mit BIN-SH zu schreiben. Wer allerdings alle Features der Bash ausnutzen möchte, der muss dort BIN-Bash hinschreiben. Weil es einen Unterschied gibt, wenn die Bash als BIN-SH genutzt wird, schränkt sie sich in ihren Möglichkeiten ein. Dann definiert sie bestimmte Dinge als nicht existent. Das habe ich dem Herrn Rahmer ja auch schon mal erzählt, an einer ganz konkreten Stelle. Er hat gesagt, er denkt noch mal drüber nach, ob man das dann trotzdem haben könnte. Aber erstmal ist es so, Bash würde alles bringen und BIN-SH bringt es ein bisschen abgespeckt, reicht aber für die meisten Dinge vollkommen aus. Was habe ich hier gemacht? Ich habe hier zweimal dieses Schweizer Taschenmesser zur Textanalyse genommen. Das steht für die Namen Ahu, Weinberger und Körnigen, daher AWK. Wer diese Namen noch nie gehört hat, kann ja mal nachgucken. Das sind große Informatiker, also die wirklich viel auch für unser Fachgebiet gemacht haben und die eben auch wichtige Tools geschrieben haben. Ahu, Weinberger und Körnigen, nach denen ist dieses Werkzeug halt einfach benannt. Und was macht man mit diesem AWK? Man schreibt typischerweise sogenannte One-Liners, also Einzeilen-Kommandos zur Dateiauswertung. Das dürfen auch mal zwei oder drei Zeilen sein. Das können auch mal richtige Programme sein. Aber ganz häufig sind es One-Liners, also wo man auf einer Zeile das formuliert, was man haben möchte. Und das schreibt man dann wiederum in ein Shell-Kommando. Und das kann man dann wiederum wunderbar in ein Skript schreiben, indem man weiter nichts macht, als dass man diese Zeile einfach mit einem Editor in eine Datei schreibt und die dann später ausführt. Das gucken wir uns gleich mal an diesem Beispiel. Was habe ich also gemacht? AWK ist also das Kommando, das ist dieses Schweizer Taschenmesser. Als zweites Argument habe ich ihm das ganze AWK-Kommando übergeben. Der VI oder der WIM ist so nett und färbt das rot ein. Ich sehe also, das ist ein einheitliches Ganzes, das ist ein einheitlicher String, also eine Zeichenfolge. Und hinten als drittes Argument wird die Datei angegeben. Also was macht die Shell? Sie startet ein Kommando AWK, übergibt ihm im ersten Argument diesen gesamten rot gemalten String, das ist das Kommando für AWK, damit weiß AWK, was es machen muss, und übergibt ihm noch genau diesen Namen der Datei, die da Datei heißt. Und dasselbe macht er unten nochmal in der zweiten Zeile. Also dieses Skript besteht aus zwei effektiven Zeilen, zweimal Datenauswertung mit AWK. Ein AWK arbeitet regelbasiert. Das heißt, man kann eine erste Regel formulieren, die vor allem anderen ausgeführt wird. Da gibt man einen Beginn davor. Das ist die allererste Regel, die ausgeführt wird. Und da habe ich weiter nichts gemacht, als dass ich einer Variablen prod, die ein Produkt mal enthalten soll, eine 1 zugewiesen habe. Also ich habe die Variable prod mit einer 1 belegt. So geht das schon quasi mal los in diesem AWK-Programm. Dann kommt eine Regel, die von hier bis hier geht und keine Bedingung hat. Eine Regel ohne Bedingung wird auf jede einzelne Zeile angewendet. So, und das heißt, an jeder einzelnen Zeile wird gerechnet, Brot ist Brot mal $2. Das heißt also, ich multipliziere das schon vorhandene Produkt mit dem Wert in Feld Nummer 2. Also AWK hat so eine Kurznotation, wo man mit Dollar und einer Nummer sagen kann, das Feld wird benötigt. Das heißt also, Feld 2 wäre 33, 50,
122. So könnte man sich das vorstellen. Das heißt, also, ihr müsst eigentlich der Reihe nach das Produkt 33 mal 50 mal 100 mal 22. Und damit das aber irgendwie schon mal sinnvoll losgeht, habe ich die 1 vorbelegt. Da wurde also gerechnet, 1 mal 33 wäre 1 mal die 33, kommt die rein und dann wird weiter multipliziert. Und wenn ich fertig bin, also wenn die Regeln alle erschöpft sind, dann kommt die Endregel zum Tragen. Die wird ganz am Ende ausgeführt und die sagt weiter nichts, als drucke mir mal dieses Produkt aus. Und damit sind Sie in der Lage, ohne Tabellenkalkulation, ohne irgendwelche Zusatztools, sondern hauseigenes Mittel, AWK, Klassiker, schon immer dabei, so eine Produktbildung über eine bestimmte Spalte von der Textdatei zu organisieren. Kann ja mal interessant sein. Sie haben also angenommen, eine Plattenauslastung abgespeichert und wollen jetzt, vielleicht nicht multiplizieren, vielleicht addieren, wie viel Plattenplatz wird auf dieser Partition belegt durch diese und jene Ordner oder was weiß ich. Könnte man sich aus so einer Tabelle sofort relativ schnell errechnen. Ne? So, also das wäre das eine Kommando. Was ich mal noch dazu sagen möchte, ist, wir haben hier eine Sache genutzt durch Apostrophe, also faktisch hier von diesem Apostroph, wo der rote Text beginnt, bis zu diesem Apostroph hier hinten, wo der rote Text endet. Das ist ein Konstrukt, das die Shell literal, also 1:1 an das Kommando durchreicht. Das heißt, wir haben durch diese Apostrophe verboten, dass die Shell diesen Text interpretiert. Egal, ob diese Zeichen hier innen drin in der Shell irgendeine Sonderbedeutung hätten oder nicht, ich reiche sie 1:1 weiter. Das war ja vor uns, wo ich sagte, bei dem BES64-Kommando hätte es mich ja treffen können, wenn in dem Klartext irgendein putziges Zeichen drin gestanden hätte, was die Shell zu einer Aktion verleitet. Und um das sicher auszuschließen, schließt man die Dinge, die man 1:1 weitergeben will, am sichersten in Apostrophe ein. Und die gehen immer vom beginnenden Apostroph bis zum endenden Apostroph. Man müsste sich unterhalten, was man macht, wenn ein Apostroph drin vorkommt. Das ist ja eher ein seltenerer Fall. Das Normale ist, dass man solche Konstruktionen hier stehen hat und dann kann man das so lösen. Und dasselbe habe ich hier unten nochmal gemacht. Da habe ich gesagt, gut, okay, und dann möchte ich noch eine Summe bilden, eben diesmal über das dritte Feld. Also ich möchte 4+1+3+2 bilden. Und da bin ich ganz schlampig gewesen. Da habe ich einfach gesagt, ich mache keine Beginnklausel, weil wenn das erste Mal in seinem Leben von einem AWK-Programm eine Variable angesprochen wird, wird die automatisch genullt. Die wird angelegt und genullt. Und je nachdem, ob man die im textuellen Kontext hat, also als String, oder ob man die als Zahl verwendet, wird die mit einer Null oder einer leeren Zeichenfolge belegt. Das heißt, AWK hat ein hochdynamisches eigenes Variablen- und Speichermanagement. Da muss ich mich um nichts kümmern. Und was mache ich also? Ich habe eine Regel, die auf alle Zeilen gilt und wo gesagt wird, auf die Summe wird das Feld 3 addiert. Und da die Summe am Anfang automatisch geleert wird, mache ich also 0 plus das erste Mal drittes Feld, dann das zweite Mal drittes Feld, also 4+1+3+2 und so weiter. Und am Ende wird es natürlich genau wieder so ausgegeben. Also Sie sehen schon, damit haben wir ein einfaches, aber durchaus nützliches Tool geschrieben. Und wenn ich das jetzt ausführen will, könnte ich das nun so machen, indem ich sage, zum einfachsten Falle Shell Prot Shell. Chuck. Dann hat er vorne die Multiplikation der zweiten Felder gemacht und er hat die Addition der dritten Felder gemacht. Wenn ich es noch ordentlicher machen will, wenn ich Bash-Mittel nutzen will, müsste ich schreiben Bash. Und ich habe aber, wenn man es sieht, das ganze Ding ausführbar gemacht, das zeige ich auch noch, wie das geht, dann kann ich es ganz einfach machen, indem ich sage Punkt/Prot Shell. Dann ist das wie ein existierendes Kommando. Und wenn ich jetzt sogar noch dafür sorgen würde, dass dieses Kommando an der Stelle liegt, dass er sowieso durchsucht, also wo der sogenannte Suchpfad, der in der Variablen Path steht, irgendwie dazu passt, dass das Programm gefunden wird, dann brauche ich gar keine Ideen mehr irgendwie machen, sondern dann würde ich im Prinzip einfach prot.sh hinschreiben und es würde sofort losgehen. Also das sind die Möglichkeiten, die man hat. Und jetzt habe ich ja versprochen, ich will noch zeigen, wie man das ausführbar macht, ganz einfach so. Execute. Also ich habe das einfach ausführbar gemacht. Also für alle ausführbar. So. Und dann guckt man rein und sieht, ja, überall steht das X. Also das wäre die allereinfachste Form. Wenn das jetzt ein Programm ist, was sowieso jeder benutzen kann, wenn ich das öffentlich bereitstellen will unter UserLocal bin, für alle Nutzer dieses Computers oder was auch immer, dann wäre das natürlich die Möglichkeit, die man hätte. Gut, mit der Zeit sind wir fast rum. Ich würde da jetzt quasi die Runde für Fragen noch nutzen wollen. Ja, Frage zu dem AWK. Das Trennzeichen für die Felder war ja Leerzeichen. Könnte man jetzt auch Tab definieren? Ja, kann man, kann man. Man kann dem AWK natürlich die Trennzeichen vorgeben. Der ist sogar in der Lage, reguläre Ausdrücke, also Suchmuster entgegenzunehmen und dann kann man auch sehr hochkomplexe Trennmuster beschreiben. Also wo man sagt, entweder ein Leerzeichen oder ein Doppelkreuz oder ein Pipezeichen oder. Also all diese Dinge lassen sich formulieren. Standard ist Whitespace. Also Leerzeichen und Tabulatoren. Kriege ich in die Prot-Shell jetzt flexibel? Weil ich bin ja jetzt auf die Datei angewiesen. Wenn ich da jetzt 10, 20 Mal genau. Datei schreibe, genau. Sind die dann bei der nächsten Datei in Datei. Nee, es ist völlig richtig, genau. Da müssten wir also flexibler das Ganze machen. Da könnten wir Folgendes tun, da würden wir sagen, auch so ein Idiom, würde ich dieses versuchen.
Das ist ein Kürzel, das kann man so immer hinschreiben, also zwei doppelte Apostrophe vorne und hinten, dann $@Zeichen. Das übernimmt alle Argumente, die man hinter dem Brot-Shell angegeben hat. Also wir gucken mal. Ich mache es mal einfach, ich mache mal hier erstmal ein Exit rein, damit wir da gar nicht durcheinander gebracht werden. Also da würde ich sozusagen das Shell-Skript hier erstmal beenden. Mit einem Exit komme ich wieder raus. Damit würde der zweite Befehl quasi nicht zur Ausführung kommen. Und wenn ich jetzt hier einfach das Brot-Shell starte, ich mache es mal so, dann würde er gar nichts tun. Da wartet er nämlich auf die Standardeingabe, weil AWK, wenn er keine Dateiargumente bekommt, liest von der Standardeingabe. Also ist das nicht so toll, mache ich Ctrl-C, schreibe aber jetzt zum Beispiel hier dahin Datei. Und dann würde der das entsprechend berechnen. Und wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, aber Datei 1, dann sagt er mir Datei 1 nicht gefunden. Da hat also AWK geschaut und hat gesagt, du hast mir gesagt, ich soll Datei 1 auswerten, gibt es aber gar nicht, also Fehlermeldung. No? Also das ist meine Lieblingskonstruktion, wenn ich alle Argumente übernehmen will. Wenn ich jetzt nur das erste übernehmen will, was ja auch sein könnte, dann würde ich das abändern und würde ich hinten 1 reinschreiben. Also $1 wäre sozusagen das erste Argument der Shell, des Shell-Kommandos hinter Brot, und dann ist völlig egal, was dahinter kommt. Aber beim AWK macht das durchaus Sinn, weil AWK liest dann sowieso alle Dateien, die man ihm angibt. Er wertet die geschlossen aus. Also ich könnte sogar eine Analyse über 5 solche Datendateien fahren. Da muss ich die bloß der Reihe nach hinschreiben. No? Also das wäre dann die Lösung. Was man wirklich machen sollte, das ist das Einschließen in diese doppelten Apostrophe, damit Leerzeichen in Dateinamen die Shell nicht durcheinander bringen. Weil wenn ich nur das $1 hinschreiben würde und eine Datei heißt A Leerzeichen B, was ja im Windows-Umfeld leider sehr, sehr häufig der Fall ist, wo also manche Leute schon ihren ganzen Brieftext in den Fallnamen bringen. Das hat eine frühere Sekretärin von uns gemacht, die hatte Dateinamen bis sonst wohin und Y Leerzeichen drin. Das war immer von der Shell aus ganz schwierig zu handeln. Dann muss man natürlich dafür sorgen, dass diese Leerzeichen nicht durch die Shell als Worttrenner gewertet werden, sodass das Shell-Kommando kaputt geht, sondern dann muss man also mit diesen doppelten Apostrophen hantieren, die im Gegensatz zu den einfachen Apostrophen schwächer schützen, die nämlich dann zum Beispiel zwar die Leerzeichen zusammenhalten, aber das $1 zum Beispiel noch substituieren. Also das $1 wird dann wirklich ersetzt. Also diese Dollar-Substitution, die passiert innerhalb der doppelten Apostrophe, die in den einfachen Apostrophen auch nicht passieren würde, aber eben die Leerzeichen werden benannt gehalten. Und das ist aus meiner Sicht wichtig. Kann ich noch eine zweite Frage? Aber selbstverständlich. Was mir aufgefallen ist, uns bei dem Krepp-Kommando. Ja. Der angelegte Link. Ja. Von Otto, da war Otto einer anderen Benutzergruppe zugeordnet als der Otto, der eigentlich die Datei 1 erstellt hatte. Wie konnte das? Moment, da gucken wir noch mal rein. Da hatten wir doch irgendwo den hier gemacht. War das so? Ja. Ja. 11. März, genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kann natürlich sein. Moment, ich lege mal eine neue Datei an. Mal gucken, was da passiert. Ich lege mal eine Datei an, die heißt empty, weil sie leer ist. Und da gucken wir mal, was er da bringt. Da bringt der Otto User. Und hier bringt der Otto URZ. Das könnte sein, dass er bei den Links, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, vielleicht nach der Gruppe vom Verzeichnis geht. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das könnte durchaus sein, dass das der Punkt ist, dass er die Gruppe vom Verzeichnis anguckt und das dort unten einsetzt. Ja, bei den Files macht der Otto User, das ist richtig. Ja, nee. Ja, aber ist jetzt auch nicht aus dem Kopf. Ja. Ich muss dazu noch sagen, genau genommen müsste ich ergänzen, das, was wir hier gesehen haben, findet im OpenAFS statt und da gelten die Rechte sowieso nochmal etwas anders, weil da gelten eigentlich ACLs vom AFS. Also eigentlich müsste ich mit FSLA hier mal reingucken und müsste mal gucken, wie die eigentlichen Rechte gestellt sind. Also im AFS gelten einfach, weil das ein Netzwerkfilesystem ist, gelten andere Rechtestrukturen. Da ist zwar vorne die Userrechte vom Unix sind relevant, damit die ACLs zur Wirkung kommen, aber der Rest ist eigentlich völlig unbedeutend. Das heißt also, ich könnte das der Gruppe und auch der Welt verschenken, die haben trotzdem keinen Zugriff, wenn die ACL das nicht zulässt. Also faktisch ACL-basierte Filesysteme, egal wo, die überstimmen ja die klassischen Unix-Rechte in der Regel. Und das ist in dem Fall so, weil das hier im AFS stattfindet. Das ist eine Spezifik vom AFS, die man einfach beachten muss. Also müssen wir Administratoren auch dran denken, wenn wir den Nutzern was einstellen, dass es mit den Unix-Rechten alleine nicht getan ist, sondern dass immer die ACL angepasst werden muss. Gibt es einen einfachen Weg, die großen Kleinschreibungen zu ignorieren? Ja, also zum Beispiel beim AWK gibt es die Option Ignore Case, das wüsste ich, und da müsste man bei den anderen eben einfach mal gucken. Also was man natürlich immer machen kann, wenn man jetzt beim Suchen, also angenommen, ich suche jetzt nach allen JPEG-Dateien, dann könnte ich natürlich Folgendes machen. Ich könnte sagen Find, das wäre ein Kommando, was alles auslistet ab dem gleichen Punkt, und würde jetzt zum Beispiel sagen grep-i, also ohne Groß- und Kleinschreibung zu beachten, und dann würden die alle gefunden. Das heißt also, da würde ich auch was finden, wenn es ein großes JPEG gäbe. Ich mache das jetzt einfach mal groß.jpg irgendwas. Es ist kein JPEG-File, ich lege es einfach an und dann wiederholen muss, und da findet er die kleinen und die großen. Also über so einen Weg kann man es machen, indem man dem grep zum Beispiel sagt, toleriere bitte beides.
Und da muss man halt jeweils pro Tool gucken, was die dann können in Richtung Ignore Case. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo beim Zygwin, also bei der Bash-Umgebung unter Windows, so eine Einstellung gemacht habe, dass der das entweder ignoriert oder genau nicht ignoriert. Da müsste ich nachgucken, aber ich weiß, dass man es dort einstellen kann. Ich habe dort irgendeine Einstellung gemacht, was mit diesem Groß- und Kleinschreiben zu tun hat. Okay, dann danke ich.